Familie. Das deutsche Fernsehen, die ARD, übernimmt die Sendung nämlich aus Anlass von der Berliner Funkausstellung. Das ist aber erst am 7:45 der Fall. Und so haben wir jetzt schön Zeit für etwas, das euch vermutlich besonders interessiert, für einen Blick hinter die Kulissen vom Teleboy. Begleitet wird euch dabei der Philipp Fluri, den ihr ja vom Karussell her kennt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie recht herzlich daheim, hier im Studio 1. Eigentlich haben Sie jetzt ja den Teleboy erwartet, zumindest Signet und dann der Kurt Felix. Aber heute ist die grosse Ausnahme. Der heutige Teleboy ist nämlich eine Co-Produktion zwischen der Schweiz und der ARD. Und die ARD fährt ja bekanntlicherweise ihre Nachrichten Punkt 8 an. Es dürfte also rund 7:45 werden, bis wir uns dann live zusammenschalten. Und wir haben uns überlegt, wie wir die Viertelstunde überbrücken könnten und möchten Ihnen, das ist die Idee, zeigen, wie es so hinter den Kulissen aussieht, wie die Spannung wächst von Minute zu Minute. Und ich hoffe, dass dieser Eindruck überkommt. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einmal zur ersten Kamera schalten, nämlich in den Schminkraum. Dort sitzen schon Ihnen sehr bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler parat und werden, wie gesagt, geschminkt. Ja. Frau Berg tut gerade Stefanie Glaser schminken. Stefanie Glaser, sind Sie nervös so kurz vor der Sendung? Ich glaube schon, ja. Ja. Ich meine, am Text könnte man jetzt nichts mehr ändern. Oder sind Sie in der Lage, auch noch ganz kurz spontan noch zu ändern? Nicht gern. Ich glaube, es gibt einen Durcheinander fürs Ganze halt. Oder die Gefahr besteht, dass ich etwas vergesse oder so irgendwie. Also lieber so, wie wir sitzen haben. Das ist klar. Toi, für heute oben. Kann es brauchen. Stefanie Glaser. Und wir gehen über zum Herrn Lienhardt, Fedi Lienhardt, der geschminkt wird von der Frau Salzmann. Herr Lienhardt, gleiche Frage an Sie. Sind Sie auch nervös vor so einer Sendung? Ist also so gut, die Künstler sollten eigentlich immer nervös sein, aber ich bin es eigentlich nicht. Ja. Sie sich erklären, warum? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, es liegt nicht so alles, hänge nicht alles so davon ab. Mhm. Das ist vielleicht beruhigend. Kann man vorstellen. Ja, ja. Haben Sie um die Improvisationsgabe, wenn Sie einmal aus dem Text gehen? Nicht so wahnsinnig. Es gibt einige, die das besser können. Ja. Ich tue mich ziemlich am Text halten. Das ist natürlich am einfachsten, wenn man den Text selber gemacht hat. Dann muss man nicht so studieren. Das ist klar. Ja. Ja. Ihnen, toi, für jetzt. Danke. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter rüber. Dort ist der Heinz Hartl am Wolfgang Völz. Sie kennen den Wolfgang Völz sicher noch als Butler vom Graf Joster zum Beispiel, aber auch in Charakterrolle. Und ich merke bereits schon, dass Sie das Schweizerdeutsch kennen und verstehen. Ja, ich würde es nicht wagen zu sprechen, aber durch 13 Jahre Arbeit mit Lukas Ammann verstehe ich es auf jeden Fall. Sie sind ja nicht das erste Mal jetzt dabei. Nein, ich bin so oft in der Schweiz schon gewesen. Und auf Ihre Frage zu antworten, ob ich nervös bin, kann ich sagen, wenn man mit Stefanie Glaser und Lukas Ammann zusammen in den Ring geht, da ist man nicht nervös. Schön ist das. Danke. Schön, gut, auch Ihnen, toi. Danke. Alles Gute, ich weiß, Sie haben eine interessante, lustige Rolle. Ja, ich hoffe, dass die Leute es genauso lustig finden wie wir. Mhm. Ja, da bin ich überzeugt. Gut. Dankeschön. Merci vielmal. Und mehr, liebe Zuschauer, das heisst, ich wenigstens gehe jetzt einmal voraus zu den Dancers, die bereits in einem anderen Raum warten und noch vortrainieren, sozusagen. Girls, I want you now to make sure that you do the right step, the right time, and the right place. Okay? Okay? Don't forget to pick the legs up. Der Herr da hinten, liebe Zuschauer, ist der Jimmy James. Er ist der Choreograf vom Ballett, von den Dixieline Dancers. Wie sieht es aus? Klappt alles, Jimmy? Yeah, I think it's going to be fantastic. Yeah. Everything's very good. I'm very happy with the Aufzeichnung, and we're very nervous about everything, working with the tambourines and the taps and everything, but it's going to be very good, very nice. Also es klappt eigentlich alles, Sie sind einverstanden mit der Aufzeichnung, die Sie sich angeschaut haben, das hat so eine Kontrollfunktion, aber es sollte eigentlich alles funktionieren. Alles, das funktioniert immer, es muss ja, funktionieren. Ja, das ist klar, okay, merci, gell. Toi, auch euch. Dankeschön. Es ist noch so das Einwärmen und
Auch die Garderobe-Damen ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Sonst legen sich die Mädchen zwar allein an, aber in diesem Fall lohnt es sich, noch zu kontrollieren von einer Fachmännin. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie es im Warteraum aussieht. Dort sollten ein paar Künstler warten, nämlich. Das ist so der letzte Vorhof, bevor es dann richtig losgeht. Das ist also der Warteraum. Und eigentlich hätte ich jetzt gerne daher gesprochen. Der Joe Stadelmann, er ist der Aufnahmeleiter, der eine von den beiden Aufnahmeleiter. Aber ich habe das Gefühl, es wäre jetzt gerade nicht so angebracht, ihn zu stören. Er gibt die letzten Informationen noch für die Musiker. Ich würde vorschlagen, dass wir noch damit warten und ihn vielleicht später dann dran kriegen noch. Darum, ja, das wäre eine Idee. Schauen wir doch mal, wie es aussieht beim Kurt Felix. Dort ist auch eine Kamera parat, die einmal reinschaut in die Garderobe. Es ist eben gerade leider so einen Augenblick, da, dass wir den Sender nur verbauen in die Hosen rein und dann denen den Abend alles machen. Das spannt jetzt noch ein bisschen. Geht's? Können wir noch ein bisschen schieben? Ja, schauen, dass das Kabel nicht für euch kommt. So. Jetzt ist gut. Nur einfach reinstopfen. So, also bin ich auf Felix angelangt. Salut. Nach diesen 16 Gängen. Salut. Ja. Das ist der Oskar Glaser, der jetzt gerade die verkabelt hat. Ist ja nicht so angenehm, gell? Ja, ein ganzes Kraftwerk hat man auf sich oben, damit man den Ton hört. Es sind jetzt ein paar Minuten vor der Sendung. Ja. Das ist eine außergewöhnliche Sendung. Wie sieht es aus mit dem hier? Ja, ich würde sagen, man hat schon Respekt vor so einer Sendung. Man rechnet heute Abend etwa mit 25 Millionen Zuschauern, die werden zuschauen. Und ich würde einfach sagen, es ist eine Art eine Formel 1 vom Showbusiness. Und ich bin froh, wenn ich ohne Unfall sozusagen über die Runde komme. Wie lange haben Sie jetzt geprobt? Wir haben jetzt geprobt. Heute Nachmittag haben wir noch die Generalprobe gehabt. Und es hat natürlich noch nicht alles geklappt. Der Generalprobe, vor allem mit den Schaltungen auf Berlin, haben wir ein bisschen Mühe gehabt. Ich hoffe, also es ginge heute Abend. Und ich muss sagen, ich beneide dich jetzt. Du bist nämlich am 7:45 in dem fertig. Und für mich fängt es an. Stimmt, ja. Und es fällt nicht einfach normal an, sondern auch Hochdeutsch. Ist das schwierig für dich? Nein, ich habe schon sehr viele Sendungen gemacht in Deutschland. Und mit der Probe fängt man auch automatisch an, Hochdeutsch reden und zu denken. Mhm. Entschuldigung, ich muss jetzt noch mal wegen dem Tonrasten Check machen. Wir sind jetzt ganz kurz vorne. Ach, sei das so, er sei nicht unbedingt aufgeregt, aber anscheinend ist es doch ein bisschen leicht nervös. Aber 10 ich dann nicht mehr. 10 wissen wir dann mehr. Ja, auf jeden Fall, das ist klar. Merci, Geld. Toi, 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 alles Gute. Schön, können wir so rasch den Ton checken. Und wir gehen jetzt wieder weiter. Über zum sogenannten Chef-Teleboy. Schauen Sie noch beim Kurt ein bisschen rein, bis ich dann dort hinten bin. Das mit der Liste ist klar. Die Punkte da sind bereits vorgegeben. So, und jetzt sind wir beim Chef-Teleboy. Liebe Zuschauer, es gibt ihn also. Es ist nicht so, wie viele Leute vermuten, es gäbe keinen Chef-Teleboy, der an einen anruft. Sibyl Sachs einerseits und da haben wir den André Müller. Sibyl Sachs, wie lange machen Sie das schon? Seit Anfang des Jahres. Und der André Müller? 8 Teleboy. Jetzt, was ist eure spezifische Aufgabe beim Teleboy? Die Aufgabe ist die Bewertung von diesen Spielsituationen, einfach die Jurierung für sämtliche Spiele, plus Teleboy hin und her, Sonderpreis und was alles dazugehört. Die sind jetzt die letzten Minuten noch am Abchecken. Wie lange sind die schon dran? Unmittelbar vor der Sendung ist es ungefähr eine Viertelstunde. So, Philipp, darf ich noch schreiben? Ja. Das ist der Joe Stadelmann, liebe Zuschauer. Er ist der Aufnahmeleiter, ein sehr wichtiger Mann. Er ist verantwortlich dafür, dass alles richtig abläuft. Ich hoffe, wir verwünschen ihn, dass wir auch ihn noch fragen können, wie das aussieht, kurz vor der Sendung. Können wir das nachher machen? Ich habe Berlin am Gut, okay. Gut, ich hoffe, also, wir verwünschen den Joe nochmal. Das also der Chef Teleboy. Und jetzt gehen wir ein Stück weiter, liebe Zuschauer. Auch in der Wegstrasse befindet sich eine Kamera. Auch hier sind jetzt langsam die Leute nervös. Man checkt ab, ist alles da, funktioniert alles. Technik, technische Gadgets drin, auch die müssen natürlich auf Sekunden genau funktionieren. Das also die Halle direkt vor dem Studio,
wo man die letzten Vorbereitungen trifft. Eine weitere Kamera haben wir bei der Matz oben postiert. Matz heisst also Magnetaufzeichnungen auf Band. Und hier sieht man, es ist verbunden mit sehr viel Technik. Auch hier wird nochmal abgecheckt, denn die Filme mit versteckter Kamera zum Beispiel, die müssen natürlich präzise kommen. Und das ist die Aufgabe vom Matz-Operateur. In der Zwischenzeit haben wir wieder disloziert mit einer weiteren Kamera. Wir sind jetzt im Aufnahmeleiterraum und das passiert vor jedem Teleboy. Es wird noch etwas getrunken, sozusagen der Angsttrunk. Wir haben hier Felix Steiger, er ist der Produktionsleiter. Wir haben Herr Milz, er ist der zweite Aufnahmeleiter. Und da kommt der John noch mal rein. Und wir haben den Regisseur, der Max Sieber, bei uns. Wie sieht es aus, Max? Ja, bis jetzt geht es eigentlich noch gut. Also mehr. Ja, es ist ein bisschen Aufregung, das ist klar. Es ist ein bisschen grösser als normalerweise, aber ich glaube, es geht eigentlich noch ganz gut. Klappt alles jetzt mit der Technik zusammen also mit Deutschland? Mit Berlin geht es jetzt gut. Ja, also was ich jetzt gehört, dass ist alles in Ordnung. Jetzt, was dann nachher passiert, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber nachmittags ist die Probe gut verlaufen. Sie haben eine Stunde länger Proben als vorgesehen, aber das ist noch nicht aufregend. Darf ich mit dir schnell in die Regie rufen, in die Refugio? In mein Refugio? Ja, können wir miteinander gehen. Gut, okay. Dann können wir zwei gemütlich miteinander wieder. Genau, genau. Ist da ja, wo ja, richtig. Ja, du, lass es mal, wir können die Golf. Und wir da rein, wir können die Golf. Die bringe ich persönlich. So, Max Sieber, jetzt sind wir hier oben endlich. Es ist also ein rechter Steiss. Da wären wir jetzt oben. Wo befinden wir uns hier? Jetzt sind wir gerade im Nebenraum der Bilderregie. Und zwar haben wir hier vorne dran Bildtechnik. Da ist also der Theo Bischoff und seine Mannschaft. Die sind zuständig für die gesamten technischen Probleme der Sendung. Bilder einstellen, Magnetaufzeichnungen überwachen. Alles das liegt in ihren Händen. Und hinten dran haben wir die Lichtregie. Das ist der Herr Studemann mit seiner Mannschaft. Sie sorgen dafür, dass der Lichtcomputer läuft und dass wir hier optimale Lichtqualität haben. Und jetzt gehen wir einen Schritt über. Hier ist also dein Refugium, dein Kabäuschen-Regie. Mein Kabäuschen, jawohl. Ich komme hier rüber. Sadeli. Was passiert hier alles? Da ist, ja, von hier aus wird eigentlich die ganze Sendung gesteuert. Hier machen wir Bilder, Bildregie. Plus über die Mikrofone geben wir allen Kamera und Anweisungen. Und ja, da ist man am meisten ruhig. Ja, ja, da ist man. Ja, also im Zentrum des Sturms ist am meisten ruhig. Das kommt vermutlich von dir aus. Ja, ich glaube, es ist schon besser, wenn der Regisseur nicht allzu nervös sich umtreibt. Dann, ich meine, die meisten Interpreten sind nervös und dann ist es nicht gut, wenn der Regisseur an einer hektischen Untergegend hüpft. Was würdest du machen, wenn irgendwie etwas ausfallen würde, wenn die Linie zum Beispiel nach Deutschland blockiert wäre? Ja. Hast du etwas vorgesehen? Es ist halt schwer, so etwas vorauszuplanen, weil man weiss nie, was genau dann passiert. Ich habe gute Verbindungen, Tonverbindungen nach Berlin. Also ich kann mit denen reden und dann würden wir irgendwo etwas improvisieren. Sei es hier, sei es in Berlin. Man kann 100 Fälle vorbereiten und der 101. passiert dann. Also, das glaubst du sich nicht. Darum bleibst du auch cool, um drüber zu stoffen. Ja, ich habe vor allem eine ausgesprochen gute Mannschaft. Und mit einer hervorragenden Mannschaft kann man das laufen lassen, da muss man selber nicht nervös sein. Gut, ich überlasse dich jetzt hier zusammen mit deinen Leuten im Schicksal sozusagen. Ich gehe wieder zurück ins Studio und Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie doch noch einen Moment zu. Mhm. Vielen Dank. So. Also, hätte cool mal gerne. Ich meine, haben Sie nicht etwas essen? Stört dich der Berlin-Monitor ist gut? Nein. Stört nicht. Du, da, Luca, habe ich angeschrieben, da und dort ja. Das Gel, oder? Ja, ja. Ah ja, den kann ich direkt mitnehmen. Ja. Gut. Wieder im Studio. Also, jetzt ist es in 40 Sekunden, ist genau Viertel ab 8. Es nimmt mich wunder, ob die Deutschen pünktlich sind. Die Spannung wächst unheimlich. Und jetzt der Joe, der den Gypsy Line Dancers rieft und nicht den Dixie Line Dancers, wie ich gesagt habe. Einen Applaus natürlich würde ich vorschlagen. Jawohl, zum Spannung.
Spannung ein bisschen abdrücken und die Freude aufdrücken schon. Ich glaube, jetzt hast du aber sicher schnell einen Moment Zeit, oder? Ja, das sind genau die zwei Minuten. Die zwei Minuten von der Sendung, die man da Zeit hat, jetzt ist einfach alles eigentlich bald. Jetzt muss eigentlich nur noch toi für Künstler gelten. Was einem auffällt, der Joe ist der Aufnahmeleiter, er ist sozusagen die Mutter und es kommen alle effektiv an die Brust in letzter Minute. Ja, und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Man darf da sein für die Probleme, die es haben und man kann helfen. Man hat einen Haufen Informationen. Es ist eine der Aufgaben der Aufnahmeleiter, diese Informationen weiterzugeben. Es ist also nicht ein Chefjob in dem Sinn, sondern es ist ein irrsinnig lustiger Job, weil vieles kommt zu uns und vieles können wir weitergeben. Und am Schluss können wir sagen, wenn es bei uns gut über die Runde gegangen ist, können wir nur noch hoffen, dass die Künstler auch so gut sind. Und danach gibt es eine erfolgreiche Sendung. Also toi, toi, toi auf jeden Fall. Und nachher werden wir es ja dann hören und vor allem sehen, die Reaktionen an. Merci schon, gell? Toi, toi. Ja, liebe Zuschauer, also, es geht nicht mehr so lang. In Deutschland ist im Moment noch, glaube ich, der letzte Beitrag zu sehen von der Tagesschau. Ein paar Sekunden noch bis zum Teleboy. Kameraleute sind ebenfalls parat. Die Leute warten schon mit Spannung. Jawohl. Auch die Kamera muss ja wieder in Position für einen Anfang. Die Ansage läuft also bereits. Sie sehen es hier. Teleboy, bitte, die deutschen Programme noch. Und in 2-3 Sekunden wird das Bild von Kurt Felix erscheinen. Und das heisst für uns hier jetzt im ersten vor Teleboy Live-Teil Adieu zu sagen. Und noch eins natürlich, das ist ganz klar, Ihnen einen ganz vergnüglichen, einen tollen, lustigen Teleboy zu wünschen. Und all denen toi toi toi, hinter, aber nicht zuletzt auch vor den Kulissen. Und damit sage ich Adieu zusammen und gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, das deutsche und das Schweizer Fernsehen laden Sie jetzt aus Anlass der Internationalen Funkausstellung Berlin zu einem unterhaltsamen Abend ein. Kurt Felix stellt Ihnen seine Schweizer Spielshow Teleboy vor. Wie in Verstehen Sie Spaß geht es auch hier um amüsante Streiche mit versteckter Kamera, die er in Berlin und Zürich aufgenommen hat. Der Süddeutsche und der Norddeutsche Rundfunk wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Und nun schalten wir um nach Zürich. Ich heiße Teleboy und schwanke hin und her. Ja, so nen Teleboy hat's mir im Leben schwer. Auch gleich, was mir passiert, ich habe nen langen Schnuff. Ui, wenn ich am Boden lieg, dann stehn ich wieder auf. Zuschauer in Deutschland und in der Schweiz. Zu unserer Direktübertragung aus dem Fernsehstudio Zürich angeschlossen ist ein Übertragungswagen der ARD und der steht in Berlin, weil er dort schließlich die internationale Funkausstellung ist. Ja, und das Publikum hier, das ist auch ganz international. Es handelt sich nämlich dabei um Zuschauer, die aus dem Fürstentum Liechtenstein und der Umgebung zu uns nach Zürich gekommen sind. Und die kennen ja den Teleboy, denn heute ist er schließlich schon die 34. Sendung. Und sie kennen auch Hans Möckel und die DRS Big Band. Ja? Ja, liebe Zuschauer, der Teleboy, das ist eine Spielshow. Und integriert sind Filme mit versteckter Kamera unter dem Titel Verstehen Sie Spaß? Hey, Sie, Herr Felix! Sie, Herr Felix, müssen Sie jetzt den ganzen Abend Hochdeutsch reden? Ja, weil nämlich heute Abend die ARD ausnahmsweise mal den Teleboy live übernimmt. Ja, Sie,
Sie, ja. Aber die Deutschländer haben doch keine Ahnung, was das ist, der Telefon. Ja? Ich kann es mal schnell erklären, ist nämlich ganz einfach. Also, der Telefon, das ist... Ja, das ist genau wie der Hund. Aber nur kein Hund, der bellt. Und auch sonst sieht er etwas anders aus. Aber einfach irgendein Plausch. Versteht sie? Ja, Spaß, ja. Aber es hat kein Mensch begriffen, was du vorhin erklärt hast. Ja, kommen Sie jetzt. Ja, ja. Sind doch nicht alle so birnenweich wie Sie, oder? Okay? Bitte. Da sieht doch jeder Trottel, wie der Teleboy geht, oder? Das ist doch ein Stehaufmännchen. Ja. Und jetzt kommen dann die Kandidaten und ja. Die müssen nachstehen wie ein ja. Männchen. Also einfach wie der Teleboy reagieren. Jawohl, es kommen die Kandidaten. Und deshalb, liebe Zuschauer, nein! Zuerst will ich noch meinen... Berliner Ferienschatz begrüßen. Hallo Klaus Hugo! Da kriegst du mit den Ohren. Stopp, fertig, Schluss. Ich meine, wenn du deine Grüße durchgeben willst, dann am Schluss der Sendung, wenn wir noch etwas Zeit haben. Gell? Also gut, abgemacht. Ja, am Schluss. Aber Ehrenwort! Ehrenwort, erst am Schluss der Sendung. Jetzt. Gut gemacht. Ja, ja. So. Liebe Zuschauer, und nun unsere Kandidaten aus Zürich und Berlin. Bitte schön. Dankeschön. Ja, also heute haben wir 4 Spielrunden für Sie. 3 Punkte kann man pro Spielrunde gewinnen. Ja, zu Beginn dürfen die Kandidaten immer einen Lieblingswunschtitel sich äußern. Ja, jetzt sollen Sie hören von unserem Orchester. Ja, wir wünschen uns Night Fever von den Bee Gees. Ja, bitteschön, Hans Michael. Big Band, also es war zwar was von den Bee Gees, aber ich glaube nicht ganz Night Fever, aber Sie sind zufrieden mit dem Wunsch. Ich bin trotzdem zufrieden. Das freut uns. Ja, Sie kommen aus Berlin, sind die ersten deutschen Kandidaten im Teleball, wenn ich dem so sagen darf. Ja. Und ich habe gelesen, Hobby, wir kennen Sie ja schon vom Schriftband, der jetzt sei bei Ihnen Katzen. Haben Sie eine Katze zu Hause? Ja, ich habe eine Katze zu Hause. Was macht ihr jetzt so alleine? Tja, es kann gut möglich sein, dass also unsere Katze jetzt loszieht, den Fernseher bereits angeschaltet hat und sie guckt. Herr Dunkel, Sie sind Kaufmann. Auf welcher Branche eigentlich? In der Textilbranche. Aber man kann es vielleicht noch etwas spezialisieren. Wir haben uns, das heißt mein Kompagnon und ich, wir sind 2, spezialisiert auf Berufsbekleidung. Was also ein großes, breites Angebot bringt. Von welchen Berufsleuten verkaufen Sie zurzeit am meisten? Zurzeit am meisten. Also wir hatten in Berlin jetzt zum 1.9. die Schulabgänger, also die jetzt anfangen zu lernen, den Beruf. Und ich glaube, wir Berliner brauchen keine Angst haben um unsere Brötchen, denn wir haben sehr, sehr viel Bäcker und Köche dieses Jahr.
Also Brot gibt es in Berlin. Ja. Jetzt, glaube ich, ja. Solange es sich noch gibt mit dem Berufskleidern. Also. Ja, ich glaube schon. Herr Dunkel, ich meine, ein solches Gespräch dient ja dazu, dass wir die Kandidaten etwas genauer vorstellen können. Aber eine noch geeignetere Form ist im Grunde genommen die versteckte Kamera. Wir haben deshalb mit Ihnen, ohne dass Sie es gewusst haben, ein Experiment gemacht mit der versteckten Kamera. Wir wussten, dass Sie einen Stadtrundgang in Zürich machen. Und wir haben unsere Kamera beim Zürcher Stadthaus versteckt und haben gewartet und gewartet. Und endlich kamen Sie. Wir wollten nämlich von Ihnen wissen, sind Sie bereit, in einer wildfremden Stadt einem wildfremden Menschen Geld auszuleihen. Und den Herrn, der Sie dann angesprochen haben, den Herrn, den haben Sie vorher noch nie gesehen im Leben, das stimmt. Noch gar nie. Nee, noch nie. Aber unser Mitarbeiter, das war ein Mitarbeiter unseres Teams, der hat natürlich so getan, als ob er Sie kennen würde und hat dann unter einem Vorwand von Ihnen 50 Franken zu pumpen versucht. Hier sind wir schon beim Stadthaus in Zürich. Und jeden Moment wird unser Mitarbeiter, den Sie überhaupt gar nicht kennen, auf Sie zukommen. Sind Sie der Jens? Ja. Sind Sie nicht von Berlin? Ja. Sag aber, erinnerst du dich nicht mehr an mich? Nee. Wolfgang, Gran Canaria. Ach so, ja. St. Augustin. Ach nee, sag mal, du bist ja kleiner geworden, du warst doch mal so groß. Ich bin ja nicht so sehr bezüglich. Ich habe ein paar Tage hier auch mal, ich war in der Gegend geschäftlich in Bern und da habe ich nur 2-3 Tage rangehängt. Weil Zürich ist ja immer schön, besonders bei so herrlichem Wetter. Gell? Und jetzt hast du heute frei, oder? Ich war unterwegs, ja, ich war alleine, ja, ich war ja geschäftlich in Bern. Und ich war jetzt eigentlich unterwegs nach Hause und war noch eine lange Nacht heute. Und ist mir ein ganz blödes Ding passiert. Ich habe da hinten geparkt, da wo das Zürcher Stadtauto steht. Ich sehe nicht, dass da keine Parkplätze mehr sind. Das haben die mir heute Nacht den Wagen abgeschleppt. Jetzt komme ich gerade von der Polizei. Also? Ja, 150 Mark Strafe. Ja. Muss ich 150 Mark bezahlen, hab bloß 100 Mark. Jetzt muss ich gucken, wo ich 50 Mark herkriege. Ja, ja. So ein Pech. Kannst du mir 50 Mark geben? Ich schicke sie dir. Ja, die Wahrheit. Nee, ich hab ja kein Geld bei dir. Das war wieder eine übliche Geschichte. Ja, du musst das Auto wieder haben. Ja, ich muss ja heimfahren nach Stuttgart wieder. Weißt du? Manchmal, vielleicht kommt mir noch eine Idee, wie ich zu meinen 50 Mark komme, ne? Also meine 50 Franken kommen, da kriege ich vielleicht doch die Karre noch. Sonst komme ich halt ins Hotel zu euch. Ja, ja. Na, okay. Willst du einen Kaffee trinken? Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Kaffee wäre gar keine schlechte Idee. Ja. Frage an Sie, Herr Dunkel. Sie haben gesagt, ich habe gar kein Geld bei. Hatten Sie wirklich kein Geld auf sich? Ach doch, wir hatten, glaube ich, 150 Franken bei. Ja. Dann muss ich also sagen, Sie sind an und für sich sehr kontaktfreudig. Das konnten wir aus diesem Experiment ersehen. Aber Sie sind auch sehr vorsichtig, wenn es darauf ankommt, und haben sich elegant in der Beziehung dann aus der Affäre zu ziehen vermacht. Dasselbe Experiment machen wir mit unserem Schweizer Ehepaar, mit Herrn und Frau Babini. Die beiden kommen aus Zürich. Und auch Sie sollen einen Musikwunsch äußern dürfen, Frau Babini. Was dürfen wir spielen? Unser Hans Möckel. Super Turpa. Bitte schön, Hans Möckel. Thank you.
Schriftband gelesen, Sie schlafen zu viel. Wie viel schlafen Sie denn? Ja, so circa 9 Stunden mindestens. Ja, und Sie? 6,5. 6,5. Geht sie jetzt früher ins Bett oder stehen Sie früher auf? Wie ist das? Das ist es ja. Wenn ich zu Hause bin, dann ist sie müde, dann geht sie früh ins Bett. Aha. Und ich bin ein Nachtmensch und muss morgens trotzdem raus. Ja. Haben Sie schon Kinder? Ja, wir haben 2 Mädchen. Ach so. Ja. Ja, die haben wir. Sie sind, Herr Babini, Sie sind Polizeibeamter. Und sind Sie im Streifenwagen zu sehen, oder? Ich war im Streifenwagendienst. Was machen Sie jetzt? Jetzt bin ich Redaktor der Betriebszeitung von der Stadtpolizei. Mhm. Und zusammen mit einem Team betreuen wir noch die Presse und die Medien. Ja, alles so, was dazugehört. Auch dazu etwas gehört. Hinter die Kulissen richtig, zu leuchten mit Ihrem Beruf. Sie haben Kinder, haben Sie mir gesagt. Wie viel? 2 Mädchen. Ja, was machen die jetzt? Zu Hause Fernsehen gucken bei der Großmama. Ja, und dann sehen Sie auch Ihre Eltern in Berlin. Denn wir haben uns, wie beim Ehepaar Dunkel, ebenfalls mit der Kamera versteckt. Sie waren, glaube ich, in Berlin vor einigen Wochen. Und da haben wir gedacht, also zum Schöneberger Rathaus kommen Sie ganz bestimmt sicher hin. Unsere Geduld wurde belohnt. Unser Mitarbeiter des Teams, der Wolfgang Herbert, hat auch Sie beide angesprochen und wollte unter einem Vorwand von Ihnen 50 Mark. Und es stimmt, dass Sie den Herrn vorher noch nie gesehen haben. Das stimmt. Noch gar nicht. Gut, jetzt wollen wir schauen, wie Sie in der Situation reagieren. Wir sind hier schon beim Rathaus Schöneberg. Sind Sie Schweizer? Ja. Sind Sie der Moreno? Ja, das bin ich. Seit wann sind Sie vorhanden? Ja, schon lange. Wir haben das doch gesehen, in New York war das. Kann es sein, dass wir uns in New York gesehen haben? Ja, jetzt müssen Sie mir helfen. Ich kann nicht. Das sind ja wann war das? Vielleicht vor 5, 6 Jahren? Nein. Aber wie kommen Sie denn? Wissen Sie meinen Namen noch? Ah ja, ich dachte, das sei in New York gewesen, wo wir uns gesehen haben. Da muss es woanders gewesen sein. Da. Aber ich muss noch herausfinden, von wo ich dich kenne. Das muss ich noch sehen. Es kommt mir schon, aber wir können. Sind Sie mal in der Schweiz gewesen? Ich bin öfters in der Schweiz. Es kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt ein bisschen durcheinander haue. Ja. Also ich habe damals noch keinen Bart gehabt. Ja. Mensch, aber das weiß ich doch, Moreno, Mensch, mit über Fuß, so große Fußballfan. Ja, sicher, ja. Gell? So, so. Da mir ist ein großes Pech passiert heute Nacht. Ja. Wir haben hier einen Wagen abgeschleppt. Ja. Das möchte ich gerade gucken, das wollte ich den abholen. Ja. Muss ich 150 Mark bezahlen, hab bloß 100 Mark. Jetzt muss ich gucken, wo ich 50 Mark herkriege. Ja. So ein Pech. Kannst du mir 50 Mark geben? Ich schicke sie dir. Ja, aber gibst du mir mal deine Adresse? Ja, du, ich habe hier meine Karte, komm. Von Stuttgart, von echter Dingen. Der Flughafen Stuttgart, weißt du, Wolfgang. Gott, dann hat Röbli da 50 D-Mark gegeben. Ja, mit Späßen, oder? Also, du, wann bist du morgen früh im Hotel oder vielleicht bin ich dir heute Abend noch, aber wenn du morgen früh, bis wann? Ja, etwa bis 8. Ich muss sagen, Herr Babini, Sie sind ein sehr zutraulicher Polizeibeamter. Ich meine, die Polizei, dein Freund und Helfer, ist zwar ein abgegriffenes Klischee, aber in dem Fall stimmt das ganz bestimmt sicher. Sie waren am Anfang eher vorsichtig, aber dann am Schluss eher offenherzig. Also genau umgekehrt wie bei Dunkels, die waren am Anfang sehr offenherzig und nachher sehr vorsichtig. Also im Grunde genommen 2 Ehepaare mit gleichen Eigenschaften, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Also wir freuen uns auf das heutige Spiel, das dann für Sie in wenigen Minuten beginnen wird. Aber nun wollen wir uns an Sie wenden, liebe Zuschauer, vor allem an Sie, liebe Berliner. Wir Schweizer wollen nämlich wissen von Ihnen, liebe Berliner, ob Sie schlagfertig sind. Die sprichwörtliche Schlagfertigkeit, die haben jetzt die Berliner Zuschauer unter Beweis zu stellen. Wir schalten nun um zum Ü-Wagen nach Berlin, zum ersten Mal live nach Berlin. Und dort spielt sich beim Funkturm folgende Szene ab. Bitte, Berlin. Hallo Sie. Ja. Sind Sie etwa ein Berliner? Oh, da haben Sie ja voll den Schwarzen getroffen, natürlich.
Ich bin ein Berliner und Sie sind ein Schweizer. Ja. Was kann ich denn für Sie tun, guter Mann? Ja, ich suche hier Sehenswürdigkeiten, aber ich finde keine. Ja, Sehenswürdigkeiten haben wir ja genug. Ja, ja, das sagen Sie so. Also, ich war am Kurfürsten Damm, da sieht es genauso aus wie in Zürich bei uns an der Bahnhofstraße. Dann da war ich im Berliner Zoo. Da gibt es dieselben Affen wie bei uns. Ja, und Hertha BSC shootet kein bisschen besser. Moment, was ist denn Shooten? Shooten? Ja, Shooten. Ja. Fußball. Ach so. Also Hertha BSC shootet kein bisschen besser als unser FC Zürich. Naja, sagen Sie mal, gefällt Ihnen überhaupt nicht hier in Berlin? Ja. Also doch, ja. Also der schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Tja, liebe Zuschauer, was soll also der Berliner jetzt unserem Schweizer Bauer sagen? Das ist die Frage an Sie. Der Schweizer Bauer behauptet, der Eiffelturm sei immer noch das Schönste von Berlin. Wenn Ihnen dazu was einfällt, was der Berliner jetzt sagen soll, so schreiben Sie bitte einen einzigen Satz auf einen Zettel. Und bringen Sie diesen Zettel mit der Adresse versehen, bis ungefähr, würde ich sagen, bis um 9:30 Uhr zum Kurfürstendamm. Zum Berliner Bären. Dort steht nämlich der Bär, er winkt jetzt uns. Er ist beim Kaffeehaus und zwar gegenüber der Gedächtniskirche. Also bis 9:30 Uhr einen einzigen Satz. Was soll der Berliner sagen auf die Feststellung des Schweizers, das Schönste von Berlin sei der Eiffelturm? Also einen Zettel, einen Satz. Bringen Sie den bis 9:30 Uhr zum Kurfürstendamm. Und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. So, und natürlich können Sie was gewinnen, nämlich Gold, echtes Gold. Wir prämieren jede Pointe, die wir um etwa 21.50 Uhr senden werden. 5 Pointen sind es mit einem Goldvrenel. Das ist eine Goldmünze im Wert von etwa 250 Franken. So, und jetzt machen wir das erste Spiel. Darf ich Sie bitten, Herr und Frau Babini? Jetzt gilt es für Sie ernst. Und zwar, ja, kommen Sie bitte. Wir schicken Sie jetzt nach Berlin. Nämlich ins Hotel zu Tante Elise. Ich muss noch sagen, die Tante Elise ist eine beliebte, schrullige, alte Dame, gespielt von der Schauspielerin Stefanie Glaser. Und die Tante Elise, die will die Funkausstellung besuchen und sie sitzt nun schon im Hotel. Sie werden mit ihr 3 Situationen erleben und müssen innerhalb dieser 3 Situationen 3-mal richtig reagieren. Also so können Sie die ersten 3 Punkte gewinnen. Alles klar? Gut, ja. Bitteschön, Tante Elise. Mit dem Schlüssel. Ach, liebe Menschen, da seid ihr. Ja, das ist ja wunderbar. Wie geht's denn? Ja, das ist mein Kinder. Ihr könnt bei mir schlafen. Ja, ja, ich habe eine Suite für 3. Eine Suite? Ja. Wunderbar. Ihr geht auch zur Funkausstellung. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich bin eben daran, das Berliner Schimpfwörterbuch auswendig zu lernen. Pass mal auf. Rotz. Berliner Schimpfname. Rotz, Bremse, Schnurrbart. Rotz, Hobel, Mundharmonika. Rotz, Löffel, vorlauter Kerl. Naja, könnt ihr auch schon Berlinerisch? Nein, nicht. Wir fangen jetzt an. Ja, ich muss euch sagen, ich hatte solche Schwierigkeiten, ein Hotelzimmer zu finden. Es ist ja alles besetzt, nicht? Aber für mich steht eine Suite bereit. Wenn jetzt endlich jemand mit dem Schlüssel kommt. Oh, Geri Faun, da sind es ja. Ich habe noch einmal nach dem Rechten gesehen. Wir haben so. Das beste Zimmer für Sie bereitgestellt. Aha. Suite 12a. Aha, aha, aha. Ja. Das ist ja eine schöne Bruchbude. Und einen Gepäckträger haben Sie auch nicht. Und musste sogar meine beiden Badinis anstellen, dass sie mir helfen. Was sagt ihr denn zu diesem Verschlag? Ja, also ich bin nicht besonders. Das ist gell? Ich habe ausdrücklich ein komfortables Zimmer bestellt. Ich bitte Sie, liebe gnädige Frau, wir haben hier in Berlin die Funkausstellung. Wenn ein Zimmer komfortabel ist, dann ist es nicht frei. Und wenn es frei ist, ist es nicht komfortabel. Oh. Naja, bitte, Agnes, sei so lieb, pack mir meinen Koffer aus, häng die Kleider hier in den Schrank. Und Moreno, du sei so lieb und lass das Badewasser einlaufen. Ja. Nicht mehr wie 18 Grad. Hm? Für den Traugottlieb. Bitte sehr. Aber dieses Zimmer ist nur für 3 Personen gedacht. Wer ist denn Traugottlieb? Das ist Traugottlieb, mein liebster Goldfisch. Ach ja. Oh, nicht streicheln. Oh, er beißt. Ach ja, ja.
ist ein gern gesehener Gast. Der putzt sich wenigstens die Flossen nicht an den Vorhängen ab. Ne? Er lässt kein Badewasser ein nach 10 Uhr, denn er schwimmt ja sowieso den ganzen Tag. Dann, der singt nicht nachts. Und der, ach, der ist überhaupt nicht mehr freundlich. Ah, sagen Sie mal, mit dem Ding da hat sicher schon Noah die Wetterbericht für die Sintfluten empfangen, was? Das ist ja furchtbar, so etwas. Die Antenne ist nicht angeschlossen. Ja, meine liebe gnädige Frau, Sie haben ein Zimmer ausdrücklich mit Fernseher bestellt. Von einer Antenne war nie die Rede. Wieder hier, nehmen Sie Ihr Wasserkissen zurück. Ich hole den Portier. Gut. Na, geht mit dem Wasser. Alles klar, Herr Willi Schulz. Womit kann ich dienen? Oh, der Frau Gottlieb hat Wasser gelassen. Ja. Ja, ich möchte, dass Sie bitte den Fernseher an die Antenne anschließen. Ja, damit kann ich aber keine großen Sprünge machen hier. Das sollen Sie auch nicht. Ich habe Sie ja nicht als Känguru bestellt. Nein, ich will jetzt Fernsehen. Ja, das ist doch ganz einfach. Sie müssen das Antennenkabel an einen metallischen Gegenstand anschließen und dann haben Sie ein Traumbild. Moment, ich hole mal das Werkzeug. Ja, bitte. Du, Marino, was meint er wohl? An den Wasserhahn anschließen oder an die Heizung oder an einen Kleiderbügel oder an den Fenstergriff? Was meinst du, was ist wohl das Richtige? Metallische Dings da, was würdest du vorschlagen? Ja, ich würde den Kleiderbügel. Kleiderbügel, dann nimm ihn mal, probier's mal aus. Mal sehen, da ist es, da verändert er. Jetzt glaube ich sogar ein Klemmer dran, wenn mich alles täuscht. Das Einzige, was dran ist. Ja. Nee, so. Das zeigt sich noch nichts. Das zeigt sich mir gar nichts. Badini! Sie müssen, nein, Sie müssen da oben auf die Schemel gehen. Nehmen Sie mal die Kleiderbügel, ja, und das Ding, und jetzt rauf auf den Schemel. Ja. Auf den Schemel, da haben Sie in der Höhe den besten Empfang. Ja, so, jetzt rum, ja, so, und jetzt mal hoch. Und dann erst mal anschließen, natürlich, ja. Und jetzt hochhalten, nein, jetzt ist noch nichts. Hochhalten, vielleicht nehmen Sie das Bein mal hoch, dann haben Sie besser, ja. Und so, wunderbar, kriegen Sie den Arm auch noch hoch. So, herrlich, ja, ein Traumbild, prima. Ach was, das ist überhaupt nicht gut. Das ist ein fades Bild. Nein, das ist das Programm. Sehen Sie mal, Derek. Ja, der tappert aber noch sehr im Dunkeln. Ja, also bitte, dann stellen Sie mal den Apparat ein bisschen näher an die Badewanne, ja, damit ich nicht jedes Mal zum Wasser raus muss, wenn ich den Dieter Thomas Heck leiser stellen will. Den Apparat an die Badewanne? Ja. Wollen Sie sich umbringen? Hören Sie, also ich meine, so schlimm ist doch die... Jetzt können Sie das Bein runterstellen. So schlimm ist die Hitparade doch auch wieder nicht. Wieso meinen Sie denn das wegen Apparat? Entschuldigen Sie bitte, ein Fernsehapparat gehört doch nicht an die Badewanne. Das ist doch lebensgefährlich. Oh, ein Haarföhn, ja. Ein Fernseher, nein. Haben Sie noch nie einen Hollywood-Film gesehen, wo die Stars in der Karibik Swimming Pool Television, hm? Was meinst du, Moreno? Darf man das oder darf man das nicht? Bei dem Fernseher an die Badewanne stellen. Nein, ich würde nicht. Du würdest nicht. Nein. Du bist dagegen. Ich bin dagegen. Ach, übrigens, ich habe gehört, dass an der Funkausstellung der Hörfunk zum ersten Mal in Farbe sendet. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, heute Morgen wurde angesagt, bunte Melodien. Und Dienstag hat das Hörfunkballett Premiere, was? Oh. Hier? Der Fernseher brennt! Tun Sie doch etwas! Ja, machen Sie doch was! Mach etwas! Moreno, oh, mein Schimpf, da guckt jemand das auch wieder her! Na, also wirklich! Nein, machen Sie doch was! Ausgezogen. Ja, Stecker ist raus! Also jetzt habe ich wirklich endgültig genug von Ihrem Hotel! Das Gepäck mussten wir selber tragen! Sie kamen zu spät, Sie verstehen überhaupt nichts von Technik und überhaupt, Sie sind einfach ein unmöglicher Mensch. Nörgeln Sie noch ein bisschen weiter an mir rum und ich fühle mich wie zu Hause. Vielen herzlichen Dank, Stefanie Glaser, Lukas Ammann und Ihnen, Wolfgang Völz. Drei Situationen waren das.
Wir haben gefragt, womit kann man am besten sich notfalls eine Antenne basteln. Und ich glaube, der hat es gekauft. Das erste war fabelhaft. Ja. Er hat einen Kleiderbügel genommen, hat das Kabel dort angeschlossen. Ja. Das war also wie eine Dipolantenne. Mhm. Völlig richtig, völlig in Ordnung. Also, das ist ein guter Tipp für Sie. Ja. Das zweite war den Fernsehapparat an die Badewanne. Hat er gesagt, nein, das geht nicht und das stimmt. Kein elektrisches Gerät, sie hat von dem Haarföhn gesprochen, das stimmt nicht. Kein elektrisches Gerät gehört an die Badewanne, keines. Auch ein neuer Apparat, den man sich an der Funkausstellung ansieht. Auch der gehört nicht dahin. Darüber möchte ich kein Urteil abgeben. Und dann kommen wir zum dritten Fall. Ja. Man hatte schon gehört, dass Fernsehapparate zu brennen beginnen. Ja. Das war in dem Fall jetzt so. Was tut man denn? Er hat etwas ganz Richtiges getan. Das erste heißt Stecker raus. Ja. Das zweite heißt, es klingt ganz ulkig, Tür und Fenster zu. Das dritte ist Feuerwehr anrufen. Ja. Und das vierte, hat er leider vergessen, wäre die Wolldecke nehmen und hopp. Rüber über den Apparat. Ja, aber um den Brand einzudämmen. Richtig. Aber vielleicht kriegt er schon einen Punkt fürs Stecker. Also das muss ich mal den Chef Teleboy fragen. Recht herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Chef Teleboy? Ja, 3 Punkte. Also für das Ehepaar Babini das Maximum von 3 Punkten. Und nun, liebe Zuschauer, kommen wir zu einem weiteren Film, gedreht mit versteckter Kamera in Berlin und in Zürich. Wir haben mal diese Geldmaschine in den Einsatz gebracht. Und zwar folgendermaßen funktioniert die. Das geht ganz einfach. Man führt hier ein weißes Blatt Papier zwischen den 2 Walzen hindurch. Und sehen Sie, auf der anderen Seite kommt jetzt eine echte 10-Franken-Note zum Vorschein. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, die ist echt. Es ist natürlich ein Trick dabei. So leicht kann man natürlich nicht Geld machen. Wir haben vorher diese 10-Franken-Note unsichtbar auf der Innenseite der Walze aufgewickelt. Aber Sie dürfen mir es glauben, diese Note ist echt. Wir haben nun versucht, mit dieser Maschine mal Geld an den Mann zu bringen, und zwar in Zürich und in Berlin. Der Karl-Heinz Wegener hat das in Zürich gemacht und ich habe mich ein klein bisschen verkleidet und habe versucht, dieses Geld in Berlin zu verteilen. Und zwar war ich beim Ernst-Reuter-Platz. Und was jetzt geschieht, bitte lassen Sie sich überraschen. Haben Sie vielleicht Kleingeld zum Wechseln? Zum Wechseln, Kleingeld zum Wechseln, ja. Zum Telefonieren, ja. Ja, sowas. Das sind dann... Ja. Dankeschön, Moment, ich gebe es Ihnen gleich. Können Sie mir vielleicht behilflich sein, dass die Mappe halten, dass es nicht ins Wasser fällt, wissen Sie? So. So, bitte. Wie? Ja, Sie können die 10 Mark sagen. Nein, ja, aber wenn Sie die. Gib Ihnen die 10 Mark. Gib Ihnen die Mark, aber schnell, ja? Ganz schnell, sonst haben wir. Entschuldigung, könnten Sie mir vielleicht mit ein paar Münzen zum Telefonieren aushelfen? Ich habe bloß großes Geld. Wenn Sie so 2-3 Franken müssten es schon sein. Nein, kommen Sie auf 1 Franken. Na, da, kommen Sie. So, jetzt kriegen Sie Ihren. Ihr Geld, damit Sie nicht denken hier. So, ach, das ist nicht so wichtig. Kommen Sie so. So, kommen Sie freundlicherweise den Nebenlohn gleich. Dann geben Sie mir das Geld zurück. Wieso? Das sind 10 Frankenschein, den wollten Sie doch haben. Natürlich sind richtiger Schein. Ganz sicher. Ganz sicher einen neuen. Haben Sie einen anderen da zum Vergleichen, wenn Sie es nicht glauben? Das kann man das so schnell machen? Kann man machen, ja. Soll ich noch einmal? Mach ich noch einen. Wunderbar. Nee, ich bedanke mich sehr herzlich. Nehmen Sie es doch. Wieso denn nicht? Wollen Sie andere 10 Mark? Ja, na gut. Ich gebe Ihnen mein Geld wieder. Wollen Sie nicht? Nee. Sie können doch beide haben. Nee, aber wenn Sie noch so weitermachen, möchte ich gerne einen Ausweis sehen. Mein Ausweis? Ja. Ja, wieso denn? So geht das. So, wenn Sie noch mal ziehen würden. Langsam, 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 sonst wird das nichts. So. Sind die echt? Natürlich sind die echt. Was haben Sie? 20 Franken, mache ich Ihnen noch einen. Ja, für 20 Franken mache ich Ihnen noch einen. 10 haben Sie schon. 10 haben Sie schon. So. Dann kriegen Sie jetzt den noch. So. So, jetzt kriege ich den 20-Franken-Schein. Dankeschön. Wunderbar.
Ja. Können Sie mir vielleicht Kleingeld wechseln? Kleingeld, haben Sie gerne. Absolut 1000 Mark Schein hier. 1000 Mark? Mit so viel kann ich nicht aufwarten. So, Wasserzeichen muss man natürlich auch haben. Kennen Sie? Schön ist ja. Ja, sollen Sie mal sehen. Ja, sehen wir. So, das ist ein Hit. Ja. Das ist ja wunderbar. So, das war's nun. Ja, danke. Ja. Ist doch ein Hit. Ja, ist wunderbar. Wie machen Sie das überhaupt? Das ist gut sein. Das sind richtig? So, und dann sind Sie richtig. Wir sind ja. Nein, das ist ja gut. Sie sind auch richtig, ja. Ja, ja. Ja. Wunderbar. Sag ich mal, sind Sie krank? Krank? Ich möchte Ihnen 5 Mark schenken. Aber ich schenke Ihnen 5 Mark. Nein, jetzt schon. Ja, und sonst sind Sie böse auf mich. Naja, aber wie sagen wir, wir haben doch keine Zeit jetzt hier. Wir haben da eine Menge einzukaufen. Aber verstehen Sie Spaß? Ja, verstehen Sie Spaß? Nein, ich verstehe keinen Spaß, weil das ist ein Gefängnis nicht unter 2 Jahren bestraft. Wissen Sie das? Ist Ihnen das bekannt? Nee. Ist das falsch? Das ist ja kein Falschgeld, das ist ja richtiges Geld. Aber ist ja richtiges Geld. Aber ist ja richtiges Geld. Komm mal her. Los! Fertig, Polizei! Sie bleiben hier. Ich habe das beobachtet. Ja, bleibe ich hier. Dann bleibe ich hier. Ja, nein, aber mich würde es interessieren, wenn man so Maschinen. Aber wo kann man diese bestellen? In Deutschland gibt es die. Keine Verkaufsadresse dafür. Nein, habe ich nicht. Ja, nein. Ja, wir testen. Ja. Jawohl. Ja. Stimmt. Aber ich kann noch, das ist doch, ich kann noch... Aber es wäre echtes Geld. Echtes Geld? Ich kann noch den Leuten Geld verschenken auf der Straße, wenn ich will, oder? Das hat mich natürlich sofort plötzlich gemacht und deswegen... Nee. Moment mal. Und hat die Polizei... Ich kann noch, die Maschine ist mir. Ich kann noch den Leuten Geld verschenken. Was sehen Sie keine Dinger? Sie dürfen ja kein Geld herstellen. Was sehen Sie keine Dinger? Aber verschenken darf ich es doch. Es ist echt, Sie können mit Geld. Mir Geld machen, was Sie wollen, aber nicht, wenn Sie vor Leuten, auch mit laufender Nummer, jetzt Geld herstellen. Aber das ist ja echt Geld. Das sind ja echte, nicht wahr? Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Jetzt mal ganz vorsichtig und jetzt bleiben Sie mal schön stehen. Ja? Ja? Jetzt kommen Sie erstmal mit bei uns in Funkwagen. Aber ich werde ja nur verhaftet, wenn ich Geld nehme. Ich verschenke aber den Leuten Geld. Mensch, Scheiße, die Stimme, die kennst du von was? Ach, jetzt weiß ich auch. Das ist, da können Sie lachen, die Sendung. Also ich muss nun sagen, die Kollegen von Herrn Babini, die Polizisten in Berlin, konnten nun über unseren Streich auch noch lachen. Und wer zuletzt lacht, der lacht wohl am besten. Richtig. Ja, jetzt kommen noch Sie zu den ersten 3 Situationen, die Sie zu bewältigen haben. Ich nehme an, wenn Sie nach Berlin zurückreisen, dann werden Sie sich vielleicht ein Souvenir kaufen. Und das können Sie jetzt machen. Ich gebe Ihnen sehr viel Geld, nämlich 500 Franken. Kaufen Sie sich davon... Ein echtes, es sind echte 500 Franken. Ja, Vorsicht jetzt. Kaufen Sie sich davon ein echtes Schweizer Souvenir, zweitens eine echte Schweizer Armbanduhr Swissmade und drittens kaufen Sie sich eine Kassette mit Schweizer Folklore. Diese 3 Dinge darf ich Sie bitten, okay, ins Geschäft von Onkel Fritz, das ist unser Freddy Lenhardt. Und ich wünsche Ihnen 3 Punkte, damit Sie mit 3 Punkten am Schluss zurückkommen. Bitte schön, Freddy Lenhardt. Können wir zusammen ein bisschen krämeln? Alle sind Auswärtige. He? Wo wohnst du den Gegenschuss? Wo hier, hier verstehen Sie gar nicht. Wo lebt der Komparant? Ah! Ja, spucken Sie Deutsch? Ja, ein wenig Deutsch. Ja. Wir brauchen 3 Souvenirs, brauchen wir. Ja.
Ja, da haben wir eine ganz... Eigentlich erst ein Souvenir. Und dann suchen wir die Uhr und dann überlegen wir das. Gut, dann wollen wir mal sehen. Ja, wir haben sehr viele Souvenirs, sehen Sie. Wir haben hier zum Beispiel diese schönen Bierhümpen da, wo draufsteht Luzern. Oder dann ein typisches deutsches Weinglas, da steht dann Zürich drauf. Kein Exportverschnitt hier. Wirklich, echt. Sehen Sie auf diese? Nein, pass, ich habe schon alles gefunden. Ich schaue dir den mal an. Der ist auch sehr gefährlich. Der ist sehr, darf ich Ihnen den auf die Seite stellen? Ja. Wir hätten übrigens noch sehr schöne Portemonnaies gehabt. Sehen Sie, da steht drauf, sei froh, wenn du die Hose voll hast. Das ganz Geschmackvolles. Ja, da drüben. Ja, Sie, wenn Sie also nach Deutschland zurückgehen, dann müssen Sie eine Uhr haben. Schauen Sie, wir haben hier da die typisch schweizerischen Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald. Oder wenn Sie eine schöne Armbanduhr wollen, da haben wir, die sind allerdings dann ein bisschen teurer, oder? Das ist Swiss Made. Ja. Oder? Wir haben aber, Entschuldigung schnell, schauen Sie, da haben wir dann andere, die sehen genau gleich aus, die haben 12 Rubine, 12, ja, 12 Tage Garantie. Ja, die gehen sehr gut, die gehen vielleicht sogar noch schneller als die. Kann man die mal anfassen oder beschlagen die? Nein, Sie dürfen sie anfassen, ja. Wissen Sie, die sind also 10-mal billiger, die habe ich von einem Gelegenheitskauf aus Italien. Oder? Haben aber auch einen Edelmetallstempel und sind wasserdicht und so. Ja, Garantiestempel. Das sind da. Tolle Auswahl hier. Ja, das ist aber, ja ein aber gutes von der Geschäft. Schweiz, oder? Von der Schweiz ist ja wenig zu sehen hier. Auch hier, also ganz oben. Ja, jetzt entschließen Sie sich da vielleicht für etwas Schönes, Gediegenes. Schauen wir mal drauf. Ich muss mal da rumgehen, dann kann ich mir das besser anschauen. Geht's hier rum? Sehr kompliziert. Ja. Also ist doch besser so. Hast du schon was gefunden? Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Kann ich nicht entscheiden. Wollen wir das erstmal verschieben? Was brauchen wir noch? Nein, pass auf. Wir nehmen die Bohnen im. Ja, jetzt müssen Sie sich entscheiden, nicht wahr? Wir haben schon bald Ladenschluss. Ja. Passen Sie auf, ich kann auch nicht. Noch eine Kassette. Ja, eine Kassette haben wir. Musik? Ja, haben Sie sich entschieden? Darf ich das? Ja, ich suche noch. Geben Sie mal meine volle Kassette. Ja, Kassetten haben wir eine ganz große Auswahl. Wissen Sie, wir haben auch sehr viele deutsche Kunden. Ich habe zum Beispiel hier nicht wahr. Die Männer sind alle Verbrecher, das ist die Lieblingsmelodie von der Alice Schwarzer. Die möchten Sie haben. Ich möchte die Original auf Farbe genommen. Wir hätten sonst auch noch etwas ganz Schönes, das ist der Lieblingssong von Eduard Zimmermann. Ich bin vom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. So, dann. Also haben Sie diese Kassette und haben diesen Alphornbläser und eine Uhr haben Sie auch gefunden. Schön, dann haben Sie gewählt. Übrigens, etwas muss ich Ihnen noch schnell zeigen. Ja. Wir hätten hier noch etwas ganz Gefährliches gehabt, eine WC-Rolle mit Musik. Auf Wunsch schreiben wir dann den Kunden noch Sinnsprüche drauf, zum Beispiel, wir sitzen so traurig beisammen. Nein, danke, das reicht eigentlich. Aber etwas muss ich Ihnen noch schnell erzählen. Schauen Sie da. Dieser Salzstreuer da, dieses Bärlein. Da ist einmal der Willy Brandt in mein Geschäft gekommen. Wissen Sie, als Berlin noch regiert wurde, da war er doch der regierende Bürgermeister, oder? Ja, wissen Sie, was der gesagt hat? Dieser Bär kann sowohl ein Berner Bär, ein föderalistischer, oder auch ein Berliner Bär sein und symbolisiert somit die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland. Freddy Lienhardt, das Ehepaar Dunkel hat eingekauft. Das ist das Schweizer Souvenir und ich glaube, dafür können wir einen Punkt geben. Es handelt sich vom Motiv eher und von allem her um eine echte Handschnitzerarbeit. Nicht wahr? Aber es gibt ja andere Souvenirs. Also worauf soll man jetzt eigentlich achten, wenn man ein Souvenir kauft? Also Souvenirkauf ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt schon gewisse Kriterien. Mhm. Zum Beispiel sollte das Produkt im Lande hergestellt sein. Wir haben hier so etwas, da steht drauf, made in Hong Kong. Ja, das ist gar nicht schweizerisch. Oder es sollte eine Beziehung haben zum Ort, wo man es einkauft. Also dieser bayerische Bierseidel mit der Aufschrift Zürich, das ist auch nicht ganz okay. Oder das Dritte, das Material sollte echt sein, möglichst gut. Da haben wir ein schlechtes Beispiel mit... Das ist das dann besser. Das wäre dann viel besser. Aber natürlich die haben sich also sehr gut... Gut, also einen Punkt haben Sie sich dafür gekriegt. Und nun, das mit der Schweizer Uhr. Ich muss mal gucken, ob das eine echte Schweizer Uhr ist. Jawohl, Swiss Made. Aber es gibt ja auch andere Schweizer Uhren. Ja, letztes Jahr wurden für 1 Milliarde Franken solche
gut gemachten Fälschungen verkauft. Für 1 Milliarde Franken. Also wenn Sie eine Uhr kaufen, gehen Sie am besten ins Fachgeschäft, denn Ihnen eine ganz billige neue Schweizer Uhr angeboten wird. Am Badestrand, auf Autobahnraststätten oder in dubiosen Geschäften handelt es sich meist um Fälschungen. Und Fälschungen, dabei kann es sich auch um solche Kassetten handeln. Und da hatte jetzt die Frau Dunkel wohl Pech. Es handelt sich hier nicht um eine Originalkassette, sondern um eine Fälschung. Und man sagt dem um eine Raubpressung. Also da werden teilweise Kopien gezogen, unerlaubterweise von Originalen, die gar nicht hergestellt werden dürfen. Die werden vor allem in Singapur und in Portugal scheint es hergestellt. Und ja, das sind auch enorme Beträge. Genau. Allein der Verlust in der Bundesrepublik Deutschland beträgt pro Jahr 100 Millionen Mark. Aber es ist sehr schwer, dass man überhaupt sieht, ob es sich hier um Fälschungen handelt oder nicht. Also am besten meiden Sie dubiose Geschäfte und gehen Sie, wenn Sie sicher sein wollen, dass es eine gute und qualitativ gut aufgenommene Musik ist, ins Fachgeschäft. Vielen herzlichen Dank, Freddy Lenhardt. Jetzt wollen wir schauen, wie viele Punkte wir vergeben können. 3 Punkte haben jetzt, ist jetzt die Babins und wie viele kriegen die Dunkels? 2 Punkte, jawohl, für die Kassette gibt es leider keinen Punkt, aber immerhin 2 Punkte, ganz fantastisch. 2 Punkte für das Ehepaar Dunkel. So, liebe Zuschauer, dürfen wir Ihnen einen der weltbesten Xylophonisten vorstellen. Er kommt aus Basel, er wird begleitet von der DRS Big Band und unterstützt von den Gypsy Line Dancers. Ralf Heindt, viel Vergnügen! We'll be right back.
Dankeschön. Liebe Zuschauer, wieder kommen wir zu einem Film mit versteckter Kamera. Wir wollen wieder die Reaktionen der Leute vergleichen, die in Berlin und die in Zürich wohnen. Wir haben auf der Straße in Berlin und in Zürich 5 Franken respektive 5 Mark auf dem Boden festgenagelt. Und jetzt haben wir mit versteckter Kamera die Reaktion der Passanten beobachtet. Hier sind wir in Berlin und damit man die 5 Mark auch sieht, haben wir ein klein bisschen Kleingeld rundherum gestreut und einen Kaffeelöffel dazugegeben. Geh da nicht weg! Lass mal sehen. Sehr, wir haben den Apotheke in Steinweiger. Soll ich ein Fläschchen holen? Dann kriegen wir bestimmt noch was. Warte, ich hol ihn mal ein. Nehmen Sie den mal. Einfach drüber? Ja, können Sie drüber gehen. Es dauert vielleicht eine, zwei Minuten. Nachher anfassen, wa? Tut es weg, 6 Mark kostet das. Kommen Sie, zahlen Sie doch die 6 Mark, dann können Sie es mit heimnehmen. Ja, das. Hallo, Sie. Wissen Sie, es dauert vielleicht 2-3 Minuten. Ja, dann löst sich das. Das dürfen Sie mitnehmen. Den Rest ist noch ein bisschen was drin, ja. Danke. Macht 6 Mark. Was? Können Sie ja noch ein bisschen. 6 Mark, alles schon spezial steinweicher. Das brauche ich eigentlich nicht, aber ich gebe Ihnen die 6 Mark. Warum nicht? Das kann man immer hier brauchen. Ja, das geht im Haushalt gebrauchen überall. Ob ich den loskriege? Ja, lassen Sie mal ein bisschen einwirken, dann geht er schon los. Können Sie wechseln?
muss aber doch immerhin sagen, es ist nicht so, dass die Zürcher das Geld, das auf der Straße liegt in Zürich, dass die das nicht haben wollten. Die hatten immer nur ein Rückenleiden, die konnten nicht weiter runter. Frau Babini, Frau Dunkel, es ist was ganz Schreckliches passiert. Heute Morgen, als Sie Ihre Koffer in die Hotelhalle gestellt hatten, da wurden die Koffer weggenommen. Nicht gestohlen, sondern verwechselt. Zwei andere Leute haben ihre Koffer mitgenommen, weil sie zum Verwechseln ähnlich aussahen. Und diese Leute, die sind jetzt wahrscheinlich mit ihren Koffern weg. Aber die beiden anderen Koffer, die Koffer der anderen Leute, die sind noch da. Und wir haben gesagt, rufen wir das Hotel an. Hier ist schon der Porteur des Hotels. Ja. Ja, Entschuldigung, Herr Felix, aber ich weiß ja nicht, um welche Koffer sich das handelt. Ja. Ja, wissen, dass passiert heute Morgen. Na, das ist eben so. Wir haben eine Künstlergruppe. Ja. Und die geht heute an die Funkausstellung auf Berlin. Mhm. Und vielleicht haben die Koffer von den Kandidaten verwechselt. Mhm. Und die werden in 2-3 Minuten werden die in Berlin ankommen. Ich habe sogar die Telefonnummer vom Hotel irgendwo, wenn ich das da mal schnell geben darf. Vielleicht können Sie da anrufen, wenn Sie sehen, welche Koffer. Also die Koffer der Künstler sind da. Die sind da. Die in Zürich. Koffer von Ihnen und sind Ihre Koffer sind in Berlin. Aber die sehen gleich aus. Ja, gut. Offensichtlich. Okay, danke schön. Also machen wir jetzt Folgendes. Sie suchen mal Ihren Koffer, also der so aussieht wie Ihr. Dann öffnen Sie den Koffer und versuchen Sie anhand des Inhaltes festzustellen, um welche Künstler es sich handeln könnte. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Gegenstände drinnen hat, die den Künstler identifizieren könnten. Dann rufen Sie an nach Berlin, das ist die Nummer des Hotels, und klären Sie den Portier auf. Und Portier in Berlin ist Guido Baumann. Er hat von allem keine Ahnung natürlich, dass da irgendwelche Gäste den Koffer verwechselt haben. Und Sie können anrufen, hier unten steht das Telefon, alles bereit. Jeden Moment wird der Bus eintreffen, in 3 Minuten. Und wenn die 3 Minuten vorbei sind, dann sind auch die Hotelgäste im Hotel. Und dann werden sie wahrscheinlich ihre Koffer nicht so schnell wieder kriegen, wenn die schon im Zimmer sind. Mhm. Gut, also 3 Minuten Zeit, Achtung, fertig, los. Suchen Sie Ihre Koffer. Irgendwo müssten die sein. Ja, der Porteur wird Ihnen helfen. Darf ich Ihnen helfen? Das ist Ihr Koffer. Jetzt bin ich aber gespannt, was da drin ist. Ja. So, bitteschön, gehen wir mal rüber. Danke. Öffnen Sie und schauen Sie, was da drinnen sein könnte. So, geht's? Es muss sich um Künstler handeln, um irgendwelche Leute. Darf ich doch mal jetzt da rüber zu Frau Babini? Das sieht ja nach Eiskunstlauf aus. Nach Eiskunstlauf sieht das aus, ja. Das stimmt hier, also, was hat's noch? Eine Medaille hier? Eine Goldmedaille. Eine Goldmedaille. Ich weiß, wer. Sie wissen, wer? Ja. Ja, bitte rufen Sie an, Berlin. Und Frau Dunkel springt auch schon, beide springen. Die Frau Dunkel, das muss ich noch sagen, hatte ihrem Koffer Big Band Noten und da Hallo? Gibt's ja. Ja, hallo. Sie ist da, Moment. Guten Tag, mein Name ist Dunkel, ich rufe aus Zürich an. Passen Sie auf. Ja, Berlin, der Herr Paul Hotel, Kuhn, ja. Paulchen Kuhn ist bei Ihnen und er hat meinen Koffer. Bitte halten Sie den fest, ja, ich möchte meinen Koffer wieder haben und ja, seiner ist hier. Der ist Gast bei uns und er wird jeden Moment, glaube ich, eintreffen. Soll ich ihn aufhalten? Ja? Ja, halten Sie ihn bitte auf. Okay, danke schön. Ja, wiederhören. Und jetzt haben wir Frau Babini, wird auch die Verbindung schaffen. Können wir vielleicht noch den Bus sehen, wo der zurzeit etwa fährt? Hier ist Babini. Hallo, ja, hallo. Frau Babini, ja. Sie, Dennis Billmann hat meinen Koffer verwechselt. Können Sie die aufhalten? Wen soll ich aufhalten? Dennis Billmann. Dennis Billmann? Ja. Ja, will ich gerne tun. Ja. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Also, Frau Babini hat Dennis Billmann identifiziert und jetzt müssten die Gäste dann eintreffen, aber die 3 Minuten, die sind noch nicht vorbei. Also schauen wir nochmals, wo sich der Bus befindet. Jetzt haben wir wieder eine Schaltung nach draußen. Der Bus mit Dennis Billmann und Paul Kuhn, sofern die Kandidaten richtig erraten haben, sind jetzt ja beim Funkturm, dort das ICC. Ich glaube, unsere Kandidatinnen haben gar nicht so schlecht geraten. Schauen wir hier nochmals die Gegenstände von Dennis Billmann an, das ist eine Goldmedaille. Sie wissen ja, die Dennis Billmann, die Weltmeisterin im Eiskunstlauf. Gehen wir auf die andere Seite rüber, schauen wir, was der Paul Kuhn bei sich hat. Ja, es hat Bierdosen, natürlich. Es gibt kein Bier auf Hawaii und hier auch ein Prospekt von Hawaii und hier seine schönen Schuhe und hier sein Smoking und hier sein Schal und hier die Whiskyflasche. Also es kann ja nur Paul Kuhn sein. So, jetzt werden die Gäste jeden Moment aussteigen. Jetzt gucke ich wieder auf den Monitor. Jawohl,
Jetzt kommen Sie an vor dem Hotel am Kurfürstendamm und hoffentlich gelingt es dem Guido Baumann, die beiden Leute aus den vielen Geißen, die jetzt rankommen, rauszufischen. Hallo? Hallo, Frau Bielmann. Hallo. Dennis, grüß Gott. Herzlich willkommen in Berlin. Hallo, Paul. Hallo. 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 Ja, ja, das hat mich so gelöst. Ich hab Frau Babini angerufen, die hat deinen Koffer gefunden. Ja. Aha. Ja? Und bei mir? Ja, bei dir auch. Ist alles ja in Ordnung. Ja, aber wieso haben die das herausgefunden? Ja, die haben ihn aufgemacht. Ganz was? Schlecht auf. Die haben von ihn geöffnet und festgestellt nach Indizien, wem er sein könnte. Aha. Ja. Tja. Ja. Ja, also aber was ich noch sagen möchte, ich möchte nachträglich herzlich gratulieren zur Weltmeisterschaft. Gell? Ja, danke. Und wie geht's jetzt weiter? Unsere jüngste Eisprinzessin, ja, eben, ja, gell? Also ich gehe zu Holiday on Ice und das beginnt am 29. September. Und geht das über Schweiz und Deutschland? Schweiz, Deutschland und Wien ja auch noch. Also viel Glück. Und Paul, wieder mal in Berlin. Du wohnst jetzt in Köln. Ja, ich wohne in Köln, ja. Aber ich muss dazu noch eins sagen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir hier was in der Sendung zusammen machen, als dass ich mit ihr aufs Eis gehen muss. Das wäre sehr gefährlich. Aber schaut doch mal nach, was bei Dunkel ist. Ich glaube, wir gucken mal nach, was in den Koffern ist. Ne? Okay. Wir haben ihren Koffer in Berlin. Na, Dennis, schau mal nach, was ist da drin? Wir öffnen leise, nur probeweise. Sag bitte, was holst du hervor, gleich zu Beginn? Für den Vater Jogging-Schuhe. Eine Reisetiefkühltruhe. Was ist das? Hast du eine Ahnung? Denise, eine Steuermahnung. Einen Schnorchel, um zu tauchen. Gips im Falle von Verstauchen. Einen Wetterbarometer. Schnuller gegen Kindgezeter. Eine Pauk- und Langspielplatte. Eine kleine Spielzeugratte. Und hier eine Melone. Ja, und gleich noch eine Melone. Und hier ein Itzi Pizzi Tini Wini Frau Babini Strandbikini. Oh, wie ist das süß und knapp. Ja, dieser Itzi Pizzi Tini Wini Frau Babini Strandbikini, das hält ihren Mann auf Trab. Sag mir, wo die Blusen sind. Wo sind die geblieben? Dafür hat's Hosen aus Tirol. In diesen Hosen wär's mir wohl. In solche Hosen ganz allein passt auch Herrn Dunkels Bauch hinein. Salzburger Socken, Salzburger Socken, schmeicheln Babini an Knöchel und Fuß. Salzburger Socken, Salzburger Socken sind heutzutage ein Muss. Der kleine Kneifer auf unserer Nase ist für Herrn Dunkel das O und das A. Der kleine Kneifer auf unserer Nase hilft, dass man sieht, was man vorher nicht sah. Wundervoll zum in den Tropen tragen, Freunde, wie steht er uns gut? Leicht und ohne Druck, auch am Damenschmuck. Ach, wie gut so'n Hut doch tut. Wundervoll ist er an Tropentagen, nicht nur in Kenia im Mai. Auch am Strand der Spree und am Zürichsee hält er uns von Sonnenbrand frei. Nun legen wir das alles wieder hin, wo es vorher war, wir haben Ordnungssinn. Es war uns Freude, wir danken beide und schließen also ihren Koffer in Berlin. Dankeschön, Berlin. Ja, jetzt wollen wir schauen mit den Punkten, wie es geht. Das war ein wirklich... Frau Dunkel? Ja? Was mache ich jetzt? Ich habe keine Zahnbürste, die ist in Berlin. Und dann noch so andere Sachen.
Ja, wie wollen wir sie dann am besten machen? Rufen Sie nach der Sendung Paul Kuhn an, ob er nichts dagegen hat, wenn Sie seine Zahnbürste benutzen. Okay, das werde ich machen. Ja, wir kommen noch mal gucken. Hier steht mit den Punkten, hallo. 3 Punkte, beide Kandidaten. Das ist doch ganz klar. 3 Punkte, das Maximum. Hier 6, Babin 6 und Dunkel. Noch 3, also die Schweizer führen noch gegen Berlin mit einem einzigen Punkt. Dankeschön, Joe. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Spielrunde, zur Spielrunde Versteckte Kamera. Wir sehen 3 Filme und pro Film ist ein Punkt zu gewinnen für die Kandidaten, wenn sie es gut gemacht haben. Denn die Kandidaten sind die Stars unserer Filme mit versteckter Kamera. Meine Herren, zum ersten Film. Was tun Sie, wenn Sie eine Dame sehen auf der Straße, die einen solch schweren Koffer schleppt? Oi, 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 30 Kilogramm hat der mindestens. Sie werden sagen, ja, ich gehe zur Dame hin und frage sie, darf ich Ihnen dabei helfen? Wir haben mal die Städte Berlin und Zürich getestet. In Berlin war Frau Babini auf dem Kurfürstendamm und musste diesen Koffer 100 Meter weit schleppen. In Zürich war die Frau Dunkel und sie mussten ebenfalls auf der Bahnhofstraße denselben Koffer so lange schleppen. Links sehen wir Berlin und die Schweizerin Frau Babini auf dem Kurfürstendamm. Wir kennen sie an den roten Jeans und rechts im weißen Kostüm Frau Dunkel in Zürich. Mit der Bewertung halten wir es so. Die Stadt, die hilft, bekommt einen Punkt. Bis jetzt hilft aber überhaupt noch kein Mann und überhaupt noch kein Mensch. Also die Stadt, die hilft, kriegt einen Punkt. Selbstverständlich alles wiederum gedreht mit versteckter Kamera. Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist jetzt eben das viel propagierte Stereofernsehen. Noch kein Mann da? Nein. Sehen Sie, der eine Herr wäre noch beinahe in den Koffer gestürzt. Das ist unglaublich schwer. Achtung, in Zürich tut sich was, ja. Aber der Koffer ist schwer, nicht? Und das Ziel ist erreicht. Also ist ganz klar, der Punkt geht nach Zürich. Also die Babinis kommen ja stellvertretend aus Zürich. Sie haben jetzt 7 Punkte, auf der Seite immer noch 5. Wir sehen uns den zweiten Film an. Bitte seien Sie nicht erstaunt, wenn Sie jetzt schon einen geschmückten Weihnachtsbaum sehen. Wissen Sie, früher begann das Weihnachtsgeschäft im Dezember und heute beginnt es bereits im November. Und ich nehme an, dass vielleicht in ein paar Jahren das Weihnachtsgeschäft dann schon im Sommer beginnt. Und deshalb haben wir dem Herrn Babini gesagt, gehen Sie doch mal nach Berlin und verkaufen Sie heute schon, also im Sommer, Weihnachtsbäume. Und der Herr Dunkel hat das für uns gemacht in Zürich auf der Bahnhofstraße. Und die Punkte sind so zu gewinnen. Wir haben gesagt, der die Weihnachtsbäume am schnellsten verkauft hat, der kriegt einen Punkt. In der ersten Viertelstunde, da ist überhaupt gar nichts passiert. Niemand wollte weder in Berlin noch in Zürich diese Weihnachtsbäume kaufen. Wir steigen jetzt ein bei der 15. Minute. Für 5 Franken bieten wir heute an einen Weihnachtsbaum, der nicht nadelt, der Doppel-N-Baum. Für 5 Franken einen Weihnachtsbaum, vor allem nicht nackend. Wir haben den Baum ein wenig geschmückt. Wir haben ein Sonderangebot, Weihnachtsbäume, 5 D-Mark. Darf ich Ihnen das vorführen? Wir haben ein Sonderangebot. Darf ich Ihnen das vorführen? So, für 5 Franken einen geschmückten Weihnachtsbaum, vor allem der nicht nadelt. Na, ich stehe doch nicht im Winter, wenn Sie am 23. Weihnachtsbaum kaufen wollen, immer auf dem letzten Punkt, da friere ich ja. Wir machen es im Sommer für 5 Franken, einen schönen Baum, schon geschmückt mit Kugeln. Ist ja schwer, ist ja schwer. Für 5 Franken ein Bäumchen mit Kugeln, Kerzen und sogar noch ein Sternchen obendrauf. Hält garantiert 2 Jahre. Im Sommer schön schattig, im Winter können Sie ihn draußen stehen lassen, ist rostfrei oder Sie nehmen ihn rein über Weihnachtsfest. Für 5 Franken. Ne? Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und die haben wir aus Berlin jetzt hier rübergebracht. Da haben wir gesagt, okay, jetzt verkaufen wir sie auch in der Schweiz.
Und, das und die sind, ja, na, ich staune eigentlich, dass ich... Man darf mit der Zeit nicht so weit vorausgehen. Man möchte doch noch heute leben und nicht schon Dezember. Sie sehen das... Nein, Sie sehen das verkehrt. Warum müssen Sie mit der Zeit so schnell ein? Ach, das geht doch immer weiter. Schauen Sie mal, Sie sehen das aber... Ich habe kein Geschäft, ich kann Ihnen sagen. Ich glaube nicht. Sonst denken Sie, Sie seien verrückt geworden. Ja, ich bin ein ganz Verrückter, bin ich. Weihnachtsbäume, Sonderangebot. Darf ich Ihnen das schnell zeigen? Das gilt natürlich auch für euch. 5 D-Mark, dann sind Sie dabei. Sie kommen aus der Gärtnerei, aber dann sollten Sie auch sehen, dass das ganz spezielle Bäume, da könnten Sie ja das den Leuten selber sagen. Ja, aber das ist doch ein bisschen Weihnachtsfrischheit. Der hält durch, da geben wir Ihnen die Garantie dafür. Und für das sind wir ja extra nach Deutschland gekommen. Ja. Wir haben diese Bäume haben wir verkauft. Wo, sind Sie denn Weihnachten? Von der Schweiz. Ja, in der Schweiz, ja, ja. Da sind Sie alle hier. Wenn der vertrocknet ist, dann sind Sie da. Weihnachten kaufen Sie sich einen Baum für 60 oder 70 Euro. In 8 Tagen ist er braun oder in 10 Tagen? Nein, da können Sie, den können Sie natürlich in die Badewanne oder sonst irgendwo hin. Da können Sie jeden Tag können Sie den gießen und der bleibt Ihnen. Ja, warum was? Ihr wollt uns bei dir ganz schön verschaukeln, ne? Dann können Sie das ganze Jahr natürlich gebrauchen. Und Sie können auch diesen nehmen. Wo steht Ihre Kamera? Wo steht was, denn die? Was für eine Kamera? Ihre Kamera, die versteckte, wo steht denn die? Wir haben keine versteckte Kamera. Sonderangebot. Hört, 5 Franken ein Bäumchen. Für 5 Franken ein Weihnachtsbaum, der nicht nadelt, der bleibt garantiert 2 Jahre so, wie er hier steht. Bitte. Ich hoffe, der schon Humor. Ja, na sicher. Sie haben aber auch Humor. Ja, ja. Ja, Sie lachen gern. Ein Baum für 5 Franken? Noch zu früh? Ja. Ach, nicht doch. Nö. Nee, ich will nicht im Winter stehen. Mensch, es ist immer so kalt. Ich verkaufe die lieber im Sommer. Der hält ja ewig. Für 5 Franken? Für 5 Franken so ein Baum? Ja, der ist doch hübsch. Ich mein, ja, na ja, sicher, das lasse ich so ja dran, muss ich Ihnen sagen. Ich habe das jetzt hier nur zur Dekoration, nicht? Aber für Sie... Die bleiben dran? Die lasse ich Ihnen dran. Mit Kerzen. Vor allen Dingen, der Witz ist ja der... Die Kerzen auch noch? Ja, die Kerzen lasse ich auch noch dran. Und den Stern auch. Und das Lametta auch. Vor allen Dingen die Nadel nicht, die halten 2 Jahre. Die können Sie also nicht knicken. Das ist so, als wenn ich Ihnen Ohr abreiße, nicht? Was dran ist, ist dran. Aber fast alles. Ja, ja. Für 5 Franken. Kann man nicht alles haben. Ah, fantastisch. So, der erste Baum ist weg. Ja, jetzt wird es gegangen. Jetzt geht's los. Wo soll er hin? Ja. Stückchen geradeaus, ja? Die nimmt keiner weg. Ja, die Schweizer. Also. Aber das behalte ich hier, ja? Den Ständer brauchen Sie. So, komm gleich wieder, dann geht's weiter. 6 Franken. Warte. 6 Franken. 6 Franken dann, ja? Danke. Jetzt muss ich Ihnen den da rausnehmen. Hier. Okay, ja. Wiedersehen. Weihnachtsbäume, so lange Vorrat. Also, Herr Babini verpasste seinen Sieg nur um wenige Sekunden. Herr Dunkel hat es vorher geschafft, und zwar bei 19 Minuten, 11 Sekunden und 2 Hundertstel. Ihnen gehört der Punkt. Also, auf der Seite von Dunkels nun bereits 6 Punkte gegen 7 Punkte der Schweizer Kandidaten. Und nun kommen wir zu einem weiteren Film. Wir zeigen Ihnen jetzt das längste Alphorn der Welt. Und unsere Kandidaten aus Zürich hatten den Auftrag, mit diesem längsten Alphorn, das 16 Meter lang ist, glaube ich, ein öffentliches Verkehrsmittel in Berlin zu besteigen. Wir sagen also, Sie müssen die Überredungskunst haben, damit Sie mit diesem Alphorn Bus fahren können. Dasselbe müssen die Dunkels natürlich in Zürich tun. Und wem es gelingt, mit diesem Alphorn Bus zu fahren, der kriegt den Punkt. Vielleicht beide, vielleicht niemand. Das zeigt uns der nachfolgende Film mit der versteckten Kamera. Zuerst Zürich und die Dunkels. Mann, ist das viel zu spät. Grüezi! Pass auf, du musst es hochheben. Ja, Moment. Grüezi. Moment, Vorsicht. Ja. Vorsicht. Warte, ich frage mal.
Tag. Guten Tag. Könnten Sie bitte schnell mal rauskommen? Ja, was haben wir denn? Ich möchte Ihnen bitte etwas fragen. Babini ist mein Name. Ja, angenehm. Wir kommen aus der Schweiz. Ja, das sieht man. Und hört man. Wir sind gestern angekommen. Ja. Und haben bei Freunden übernachtet hier. Wir wollen und jetzt den transportieren. Ja, genau. Liegt in das drin? Wir sind im Rathaus bei Dr. Vogel eingeladen. Aber das kriegen wir ja nicht hin, das darf ich auch nicht. So schräg? Nee, es ist nicht möglich. Wenn wir es hier vielleicht aufstellen? Nee, tut mir leid. Schauen Sie, wir. Tut leid mit der Tür, ich würde es gerne machen, geht nicht. Das ist einfach zu lang. Heute sind wir schön in der Scheiße. Ja. Komm, Jens. Na, warte mal. Jetzt versuchen wir es nochmal. Herr Schaffner! Könnten Sie mal behilflich sein, bloß hinten mit hochheben, damit wir das Horn reinbekommen? Ich muss in 20 Minuten müssen wir zum Platzkonzert sein beim Stadtpräsidenten Wittmann. Wir haben unsere Gruppe verpasst jetzt, weil das Horn in der Reparatur war. Wir kommen vom Berliner Horn- und Jodelverein. Ich gar nicht hier, oder? Doch. Doch, nur mal hier hinten, aber schön vorsichtig anheben, ja, weil es sehr leicht ist, ne? So, leicht anheben. Christian, fährst du hier mit an bei dem Herrn Schaffner hier? Gehst du weiter zurück? Geh mal weiter zurück, dass ihr beide das Mundstück habt. Ja. Wir müssen dann in 20 Minuten beim Konzert gehen. Haben wir noch ein paar Männer hier drin? Komm, wir probieren es. Einfach so schräg auf und mal. Komm, irgendwie geht das schon. Probieren wir mal. Ja, komm, erzähl ihnen mal das. Nein, bitte. Dann machen Sie doch schnell auf. Tun Sie mir einen Gefallen, hören Sie auf zu debattieren. Ich mach's nicht und damit ist die Sache erledigt. Ja. Ja, wir haben doch nicht einmal probiert. Sie müssen uns doch wenigstens die Möglichkeit geben. Nein. Also in Zürich geht das auch. Wir sind nicht in Zürich. Was soll ich Ihnen bezahlen? Ja, komm, ich probiere es. Das muss schon gehen, ich bezahle es Ihnen dann dafür. Seien Sie so gut. Einfach probieren. Sinn, wir probieren 2-3 Meter. Wenn es geht, ist gut. Und wenn nicht, steigen wir. Können Sie mal 2 Meter fahren? Versuchen wir mal 2 Meter. Gut, 2 Meter bloß. Das wäre ganz dufte. Wenn es nicht geht, probieren. Dann haben Sie uns sehr geholfen. Ja, wenn Sie so fahren. Nicht so fahren, ja, aber probieren Sie mal bis zum Zebrastreifen. Wenn es geht, ist nett. Gut. Und wenn es nicht geht, steigen wir gleich auf, tun Sie sich nicht weh. Das geht, ja. Geht, toll. Ja, weiter. Probieren Sie mal, das geht. Wunderbar. Ganz irre. Weiter. Mein Gott, finde ich das toll. Ganz toll. Die Berliner haben es geschafft, den Zürcher Busfahrer zu überreden. Also geht der Punkt nach Berlin. Ich muss aber sagen, die Lösung wäre in Berlin nicht möglich gewesen, also das Alphorn außen rum zu nehmen. Weil wenn die Türen offen stehen, dann fährt kein Berliner Bus mehr nur einen Schritt weiter. Aber für die Idee, ich meine, die ist mindestens einen Punkt wert. Ich sehe, jetzt steht es unentschieden 7-7. Liebe Zuschauer, es war ein Schweizer in Berlin. Er suchte dort Sehenswürdigkeiten und jetzt ist ein Berliner in der Schweiz. Und er sucht hier Folklore. Und was er dabei erleben kann bei uns, das sehen Sie im nachfolgenden großen Teleboy-Showblock mit Hasi Osterwald, Paola, Eckhard Fritsch, dem Trio Eugster, den Gypsy Line Dancers aus Zürich und der DRS Big Band. Vielen Dank. Ja, ich komm aus Berlin und möcht gern in die Berge entfliehen, um bei euch in der frohen Natur mich zu entspannen bei Musik. Bei Musik. Wie ihr Schweizer sie macht, fühle ich, fühlen sie. Wie der Himmel mir lacht, denn Musik, wo denn ständig wie hier, das gibt's sonst nirgends. Ich denk an das Alphorn mit Jodelgesang, wie früher im Volke der Hirten es klang. Wo find ich diese Musik? Ja, Sie müssen nur fragen, wir können es Ihnen sagen. Gehen Sie zu den Kühen dort, in diesem Stall, da ist jeder Ort.
Ja, versuchen Sie mal Ihr Glück bei unserer Blasmusik. Danke Ihnen, meine Herren, für diesen guten Rat. Eine echte, zünftige Blasmusik von wackeren Tellknaben in einem alten ländischen Kuhdorf, wie man sie nur in den verlassensten Tälern noch hört. Dufte. Ich wollte doch nicht den Taidareck hören, sondern die Kuhpolka von einer ganz gewöhnlichen gefleckten Vollmilchkuh. Meine Herren, was, mein Herr? Ich such Schweizer Musik bei den Kühen. Bei den Kühen. Ja, da hatte ich kein Glück. Gibt's denn hier im idyllischen Dorf keine Folklore? Wie bei Heidi im Film auf der Alm übern See mit den Schafen und Ziegen, so weiß wie der Schnee. Wo hört man Jodelgesang? Ja, Sie müssen nur fragen, wir können es Ihnen sagen. Gehen Sie zu der Hütte dort, ist wohl für Sie der richtige Ort. Heidi ist heute allein zu Haus, schau, jetzt kommt sie heraus. Danke, meine Herren, für den guten Rat. Das ist Heidiland, der Alpöhi, der Geißenpeter mit seinen Ziegen und die jodelnde Heidi in der ach so heilen Alpenwelt. Hinter Bäumen liegt ein Haus, es sieht wie ein Märchen aus. Es steht weit im fernen Land am Südseestrand. Ich höre den Wellenschlag in der Nacht beim Mondenschein und im heißen Sand hier am Palmenstrand kann ich glücklich sein. Ja, ich sehne mich jeden neuen Tag nach der süßen Melodie. Ja, hier bin ich zu Haus, den Blue Bayou verlasse ich nie. Wo gibt's denn sowas? Ich wollte nicht von der Südsee hören, sondern einen jauchzenden Jodler. Meine Herren, was, mein Herr? Ohne Jodelgesang bleibe ich. Bleiben Sie! Auf der Alm nicht mehr lang, gibt's denn hier keinen Trachtenverein mit schönen Tänzen zur Polka, Masurka und Walzermusik. Denn Trachten, die finde ich heute noch schick. Wo find ich all diese Frauen? Ja, Sie müssen nur fragen, wir können es Ihnen sagen. Gehen Sie in die Scheune dort, ist wohl für Sie der richtige Ort. Bauen Frauen in schönster Tracht, ist das nicht eine Pracht? Danke, meine Herren, für diesen guten Rat. Stämmige Bäuerinnen in bunten Trachten, Miedern und selbstgestrickten Strümpfen, Willi Tells Mütter, bei fröhlichem Tanz. Dufte.
wieder nach Berlin zurück. In der Schweiz, da hatte ich kein Glück. Wo blieb nur die schöne Volksmusik aus der alten Zeit noch ein gutes Stück? Soll es wirklich was Modernes sein? Kann ich hoch in das Lokal hinein? Hier vergesse ich das Alpenland, auf das ich einst mal so stand. Mensch, die drei kenn ich doch irgendwie, die Herren, ich sah sie auf der Alm beim Vieh. So dängelt's im Muttertal, so tönt's im Hof und vor dem Stall, da kommen die Leute von überall, man kann kaum pöbeln ins Muttertal. So bödelt's im Muttertal, so jödelt's und überall, der Sempri bringt am Söffeli, Holz für den Bärstein und Löffeli, der Zwinker kommt. Sie spielen Schweizer Körgeli. Suchst du in den Alpen nach Ländlermusik? In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Du kannst noch so suchen, da hast du kein Glück. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Da muss man ins Ausland, vielleicht nach Berlin. Fern der Schweiz, fern der Schweiz, fern der Schweiz. Auf dem Land, glaubt modern man zu sein und man spielt. Dort Tag aus und Tag ein laute Hits, aber muss denn das sein? Das Entertainment. Ja, Discos und Jockeys, die gibt es auch hier. Anstelle der Jodler, da traten nun wir. Und wie heißt jetzt die Moral? Ja, Sie müssen nur fragen, wir können es Ihnen sagen. Die Moral. Von unserer Geschichte bist du mal auf Folklore erpicht. Es gibt sie in der Stadt noch zu sehen. Ja, so ist es heut, verkehrt ist es heut. Das Entertainment, das So, jetzt sind wir aber gespannt, was sich in Berlin ereignet hat. Wir wollen jetzt wissen, wir Schweizer von den Berlinern, sind die Berliner so schlagfertig, wie man immer sagt? Wir schalten nun um zum Ü-Wagen nach Berlin. Bitte, Berlin. Ja, Kurt Felix, Sie sind nicht nur schlagfertig, sondern Sie sind auch sehr, sehr zahlreich. Es tut sich allerhand auf dem Kurfürstendamm. Tausende von Menschen versuchen durchzukommen. Hier sind ein paar hundert jetzt zu uns durchgekommen, Pointen. Und dass Sie Humor beweisen, dass Sie nicht nur lustige Pointen geschrieben haben, auch damit haben Sie sich unseren Bären eingeladen, nach der Sendung in eine Live-Show zu kommen. Aber jetzt möchten wir Ihnen die fünf besten Pointen vorspielen lassen. Hey, hallo Sie! Ja, was ist denn? Sind Sie bei den Berlinern? Ja, na, da haben Sie ja voll getroffen. Und Sie sind ein Schweizer. Ja. So, wo kann ich Ihnen helfen, guter Mann? Ja, ich suche hier Sehenswürdigkeiten, aber ich finde keine. Ach, Sehenswürdigkeiten haben wir hier noch. Naja, der schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Mann, da haben Sie aber ganz schön verlaufen. Ja. So. Hallo. Eine Goldmünze. Im Wert von 250 Franken, also Mark,
in einen Original-Teleboy. Diese Pointe wurde zum Bären gebracht von Brigitte Kasper. Und weiter geht's in Berlin. Der schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Aha, ja, da können Sie mal sehen, wie schnell wir Berliner sind. Gestern stand das Ding noch in Paris. Ja. Und diese Pointe wurde überbracht von Bernd Siedler aus Berlin 20. Das Schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Was denn? In der Vororte waren Sie auch schon? Und diese Pointe kommt von Bernd Sommer aus der Donaustraße 128 Berlin. Das Schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Also wenn das für Sie der Eiffelturm ist, dann sind Sie für mich Napoleon. Und die Pointe kommt von Karin Metzger, Kaiserstraße 60, Berlin. Das Schönste von Berlin ist immer noch der Eiffelturm. Ja, da haben Sie recht, ja. Und die roten Lichter da oben ist Moulin Rouge. Und das ist eine Pointe von Hans Falkenhagen aus Berlin 42. So, das wäre es also. Vielen herzlichen Dank unseren Berlinern. Die haben sich da einiges einfallen lassen. Nun noch was für unsere Zuschauer in die Schweiz. Den letzten Pointe-Wettbewerb haben wir heute nicht können auflösen. Wir machen denn das in der Oktober-Sendung, also tun Sie sich noch ein bisschen gedulden. Hey, hier, Felix? Ja? Sind jetzt die Berliner haben jetzt auch den ganzen Abend lang dem Teleboy zugeschaut? Das ist wahrscheinlich anzunehmen. Ja, du willst es wohl deine Grüße loswerden. Ja, ich habe in Berlin nur einen Schatz, den Klaus Hugo. So. Aber ich habe für ihn ein Gedicht mit Gesang gemacht. Und wenn ich das mal schnell durchgeben könnte, wäre ich schändlich froh. Mhm. Also, ich bin ein kleiner Junge und komme nicht aus Berlin. Aber ich bin so kessenschwere, ich komme zu dich hin. Ja. Tschüss! Hey, Sie! Sie, wie finden Sie mein Berlin-Deutsch? Ja, also eine große Schweizer Klappe und eine Berliner Schnauze, beides miteinander. Ja! Sie, sollte Sie mal etwas fragen? Ja. Du, sagen Sie mal, warum müssen Sie eigentlich in dieser Sendung, verstehen Sie Spaß, warum müssen Sie da eigentlich immer so wie ein Öl gehen, so halb schräg da auf einem Barhocker herumhängen? Ja. Sind Sie da amig so müde? Nein, also erstens mal ist es bequemer und zweitens ist es schöner fürs Bild. Ha, was schöner? Ja, lecker mir, du! das heisst, glaub auf Deutsch, ja, lecker mir, du schöner! Meine Mutter hat mal gesagt, der hockt ja wie ein vollgestopfter Strumpf da. Und das finden Sie vielleicht schön? Also, da muss ich mir also. Du bist eine ganz, ganz schön freche Göre, du. Ja. Frech und schlimm. Ja. Also wenn jemand nämlich schlimm ist, dann sind es also Sie. Oder wollen Sie jetzt sagen, dass Sie sich nicht mehr erinnern? Woran soll ich mich erinnern? Wie Sie damals in Deutschland, verstehen Sie, Spaß gemacht haben und wieder in die Schweiz zurück wollten, hä? Ja, du, da haben Sie doch mit einem ganzen Koffer voll mit Schnaps geschnappt. Da haben mir meine Kollegen von der versteckten Kammer einen streichgeschwindigen Koffer ausgetauscht. Aha. Was weißt du überhaupt, was man mitnehmen darf über die Grenze? Wie viel Schnaps oder so? Kommen Sie, jetzt bin ich denn ein Kandidat, oder? Ja. Ah, die Dunkels, die müssen ja wieder nach Berlin zurück. Die werden das schon wissen, oder? Ja, ich meine, sie müssen ja wieder nach Berlin zurück. Wir haben. Hilfst du mir beim nächsten Spiel? Ja, klar! Jetzt geht's um die Wurst. 7-7. Das Spiel wird über Sieg und Niederlage entscheiden. Herr und Frau Dunkel, wir haben aus Ihrem Koffer 6 Gegenstände herausgenommen, mit denen Sie morgen über die Grenze fahren, also nach Berlin. Die 6 Gegenstände, die sind völlig harmlos, aber einer ist drunter, den müssen Sie anmelden beim Zoll. Da müssen Sie eine Abgabe entrichten. Von einem dieser 6 Gegenstände ist das zu sagen, die anderen 5 sind problemlos. Ist ganz klar für Sie? Ja, gut. Die Dunkel. Ja, ich würde sagen, zeig mal die Gegenstände. Ja. Also, 30 Schokoladen. Oder 250 Kaffee. 200 Zigaretten. Ja. 1 kg Emmentaler Käse. 1 Goldfrenneri. Also eine Goldmünze.
Ja. 2 Liter Wein. Genau. Als Sie, Herr und Frau Babini, aus Berlin in die Schweiz zurückkamen, da haben Sie auch einige Dinge mitgenommen. Und da hat es auch Dinge drunter gehabt, die völlig problemlos sind. Wir haben mal 6 solche Gegenstände aufgestellt, aber einer ist drunter, den hätten Sie nicht mal einführen dürfen in die Schweiz. Und was ist das, Ursula? Also ein Päckchen Tee, ein grosses, 1 Liter Korn, 250 g Pfeifenstabak, 1,5 kg Bierwurst, ein Parfüm kostet 70 Franken und ein Radiorekorder 125 Franken kostet der. Okay, darf ich jetzt mal die beiden Herren bitten, Ursula, dass wir durch das Spiel erklären, wie wir zu den Punkten kommen. Und das hängt ja zusammen mit unserem Teleboy hier. Ist also ganz einfach. Ja. Also, wenn Sie den richtigen Gegenstand genommen haben, dann rennen Sie mit dem zum Teleboy rufen. Und dann drücken Sie da auf diesen Knopf und dann bleibt der Teleboy stehen. Aber natürlich nur, wenn Sie den richtigen Gegenstand haben. Ne? Und jetzt kommt noch der Witz von dem Ganzen. Wenn also der Teleboy, je länger er hin und her schwanken muss, umso weniger Punkte gibt es dann am Schluss. Ja, das ist ganz klar. Je länger das unklar. Er schlägt jetzt noch aus auf 3 Punkten, sehen Sie? Und je länger er nun wackelt, desto weniger Punkte zeigt er an. Und ist ja ganz klar. Ne? Ja. Wollen wir, solange er noch wackelt, auf 3 Punkte das Startzeichen geben? Also, Achtung, fertig, los! Ja, und Herr Babini rennt mit der Wurst und Herr Dunkel rennt mit dem Wein. Ja, Babini hat ihn erwischt. Babini hat ihn erwischt. Ja, die Wurst. Bitte, meine Herren. Das ging aber doch sehr, sehr schnell. Herr Dunkel, Sie haben die 2 Liter Wein mitgenommen. Das war falsch. Also die können Sie problemlos. Auch die Schokolade. Nein, die Goldmünze. Das Vreneli. Sie werden ja einige Goldmünzen morgen mit über die Grenze nehmen. Und damit müssen Sie zum Zoll. Und dafür müssen Sie eine Abgabe entrichten. Also wenn Sie mit dem... Sie werden also... Das nächste wäre die Schokolade gewesen. Ich hätte wahrscheinlich... Ja, ich wäre gar nicht auf dem Vreneli gekommen. Sie wären gar nicht drauf gekommen. Wahrscheinlich. Sicher nicht? Nein, ja, gut, ja, bitte. Und Sie mit der Wurst, Sie haben natürlich recht gehabt. Man darf in die Schweiz nur 1 Kilogramm Wurst einführen. Und wenn Sie mehr einführen, dann müssen Sie entweder das an Ort und Stelle vor dem Zollbeamten verspeisen, oder er schneidet es Ihnen ab und wirft es fort. Man sagt sich, das Gift ist im anderen halben Kilo. Nicht? Aber wenn ein Kilo... Ursula? Ja. Alles klar? Ja. Ja, ich glaube, die Punkte können wir jetzt auch geben. Also gehen wir mal... Ja. Zu unserem Telefon. Ja. Oh. Ja, Ursula. Nein, das ist... Also meine, einmal hört der Spaß auf, gell? Ja. Vielen Dank, Ursula Scheppi. Das nächste Mal also, wieder, gell? Herr ja. Felix Kurt. Danke. Ja. Ja. Der Chef-Teleboy hat's gesagt. Babini 3 Punkte, also kommen wir auf... 10 Punkte. Es auf 10 Punkte. Und es funkt. Und wir haben den Sieg für unsere Kandidaten aus der Schweiz. Und hier bekommen wir die Goldmünzen. Also sind die Münzen, die Sie dann morgen anmelden müssen. Also es war ganz knapp ausgegangen. Unentschieden. Noch beim letzten Mal darf ich Ihnen hier den Original-Teleboy geben. Sie bekommen 7 Goldmünzen. 1, 2. Wollen Sie bitte das, nicht den Hintern den Zuschauern zuhalten? 2, 3. 4, 5, 6, 7. Und jetzt kriegen Sie noch bei 7 Punkten den Sonderpreis für 7 Punkte. Ich muss aber sagen, Sie müssen diesen Sonderpreis nicht annehmen, wenn Sie wollen. Es können auch negative Preise sein. Hätten Sie beispielsweise 6 Punkte gemacht, so müssten Sie nun in diesem Winter eine Woche lang bei Ihrem Nachbarhaus in Schnee räumen. Sie können sagen, nein, ich nehme den Sonderpreis nicht. Aber es kann auch ein guter Preis sein. Wollen Sie den Sonderpreis oder wollen Sie nicht? Wir lieben das Risiko. Sie lieben das Risiko. Ja, okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein positiver und negativer oder negativer Preis ist. Ich möchte zuerst Ihnen das Positive nennen. Sie fliegen in den nächsten Tagen nach Schottland. Und dort dürfen Sie in ein Schloss. Und dieses Schloss dürfen Sie einen Tag und eine Nacht bewohnen. Das ist das Positive. Ne? Das Schloss steht in der Nähe von Glasgow.
Aber jetzt kommt das Negative. Es ist das einzige und fürchterlichste und anerkannte Gespensterschloss Schottlands. Wissen Sie nicht? Frau Dunkel, rufen Sie mich um Mitternacht an und sagen Sie, was die Gespenster machen. Also der Besitzer, der schläft nicht. Der hat Angst, aber wird es am anderen Morgen zum Frühstück einladen. So, das war also der Sonderpreis für das Ehepaar Dunkel. Und jetzt kommen die Babinis dran mit 10 Goldmünzen. Halten Sie auch den Hintern zu, oder? Nein, bitte bis oben vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Komm, Frau Babini. Nehmen Sie den Sonderpreis, nehmen Sie ihn nicht. Ja, du hast sagen. Ja, gut. Sie nehmen ihn. Gut. Hier steht auf dem Zettel Film. Jetzt wollen wir uns mal einen ganz kurzen Film uns angucken. Und dann werden wir sehen, worum es geht. Ich glaube, es ist ein guter Sonderpreis. Das ist der schräge Max. Das ist ein 35-Tonnen-Bahnwagen. Der gehört einen Tag Ihnen. Sie dürfen 40 Freunde einladen und Sie dürfen diesen Bahnwagen, der versehen ist mit Parkettboden, mit Bar, Theke und so weiter, dürfen Sie den an einen Zug anhängen, gleich wohin er fährt. Vielleicht hängen Sie den an einen Schnellzug an, der nach Lugano fährt oder nach Genf oder so. Einen Tag lang mit Ihren Freunden. Es gibt zu essen, es gibt Champagner dabei. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Liebe Zuschauer, das war unser Teleboy. Für die Schweizer geht es wieder weiter. Am 17. Oktober, da ist dann unsere 35. Sendung. Und von den deutschen Zuschauern möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen, ein andermal und gute Nacht.